So, Holm, jetzt schauen wir doch mal. Ach, das ist doch gar nicht so schlecht. Okay, Das ist gut. doch gar, das ist wunderbar. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Auer. Heute mit Holm, Gero, Honks vor Holm, Hümmler. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Und dann doch mal wieder mit meiner Gattin Sophia, was mich sehr freut. Ja, Hallo. hallo. Ich Hallo. dachte mir, das Thema in Anführungszeichen ist so leicht, das kriege ich hin. Wir werden sehen. Sehr gut. Heute ist ein Auer, das heißt also Hast du heute jetzt ist. Alexa und Alexander einfach nicht Wir sind ja gegrüßt? immer Nee. da, das muss man nicht mehr Ach tun. so, ihr Und werdet gar nicht mehr. mit Alexa Waschkau und, das wird euch erstaunen, Alexander Waschkau. Denn Entschuldigung, ich war so lange nicht mehr dabei. Ich wusste nicht, denn, dass wir nicht denn mehr ich habe kein Alexa. anderes Leben. Ich kann nur das und mache es ausgiebig. Genau, Auer bedeutet Tommy, as eure anything. Ja. Kamera ist eingefroren. Ein schönes Stillleben. Du siehst sehr denkend aus, aber es könnte auf Dauer, glaube ich, die Menschen irritieren. Moment, ich mache das mal so. Und jetzt müssten wir uns Jetzt eigentlich seid ihr wieder wieder. Ja, bewegen. jetzt bewegen wir uns wieder. Ja, klumpferreckt. Ja. Heute läuft das so, dass ihr Fragen in den Chat schreibt. Die kriege ich in das Discord-Ding hier reinkopiert von den lieben Mods. Und dann beantworten wir die, weil ich sonst Dinge übersehe. Und da sei Gott vor, wenn es einen gibt, was ich anzweifle. Außerdem gibt es noch eine Besonderheit heute, denn wir dürfen Sachen verschenken. Also drei Dinge dürfen wir heute verschenken, die aber alle das gleiche sind. Und zwar ist es eine Samsung mobile Festplatte, Ist es nicht dort SSD-Festplatte. dasselbe? Ich weiß es gar nicht. Wie ist es denn? Nein, dann Das wäre ja gleiche nur, Man kann das dann gleiche ist es ein T-Shirt Ding. tragen, aber nicht dasselbe. Ja, Ja. worum war Genau. es? Schön. Mach nur Und kurz. ich guck mal, und wir dürfen die wahllos verschenken, wenn wir dem Daniel Gehrer den Gefallen tun, was wir sehr gerne tun, und auf eine Veranstaltung hinweisen. Das machen wir jetzt dann auch gleich. Es gibt auch einen Command dazu. Irgendwo, warte mal, ich bin ein bisschen verwirrt. Moment, das kannst du alles wegschneiden, Alexander, Natürlich. ne? Mach es überall bekloppt, die ersten 8 Minuten einfach immer pauschal weg. Also, die SSD, die wir heute verschenken, da könnt ihr auch mal nachgoogeln. Das ist die Portable SSD T7 von Samsung. Wo wir drei Stück verschenken. Und wir werden das wahllos tun. Also, wenn uns irgendwas auffällt in irgendeiner Form oder wenn vielmehr mir was auffällt, dann ich gucke ja in den Chat Dann ist rein. es ja doch nicht wahllos, sondern dann, Nein, also nicht wenn so ihr wahllos die in dem. haben wollt, müsst ihr was Auffälliges machen. Nein, Oh um Gott, Gottes Willen, nein. Du hast gesagt, wenn dir was Wie bringe ich die auffällt. Leute dazu, sich im Chat? Aber Hast du gesagt? ja, genau. Gut, dass man da keine Bilder oder sowas posten kann im Chat. Also Bin selber ruhig. bevor es bevor es jetzt gleich losgeht, werde ich jetzt einmal kurz die Informationen an euch draußen bringen. Ich kann sowas einfach überhaupt nicht, aber ich gebe Nee. mir Mühe. Also, ich möge bitte laut Daniel Gehrer, und das tue ich auch sehr gerne, auf die Korea Business Expo hinweisen. Und zwar, die Korea Business Expo 2024 findet am 29. und 30. Oktober im Austria Center Vienna statt. Das ist in Wien. Und sie ist Teil der 28. World Octa Convention. Ich weiß leider nicht, was die World Octa Convention ist, aber ich weiß, dass der Hashtag World Octa 2024 ist. Und jetzt kommt es nämlich, und das haut euch gleich von den Socken, der Eintritt ist frei. Und die Expo ist offen von 10 bis 17 Uhr für alle Besucher. Und es nehmen 450 koreanische Unternehmen teil, die neue Produkte, Trends in den Bereichen Technologie, Energie, Kommunikation, Haushalt, Mobilität, Lebensmittel und Kosmetik zeigen. Ja, das hat so ein bisschen was von Instagram gerade. Was Instagram? Nee, ich habe so altes, schlechtes Werbefernsehen im Ich Kopf. finde Weißt es du, so dieses. gemein, weil ich gebe mir so Mühe. Du kannst es gar, du würdigst es gar nicht, dass ich das so Nee, schön okay. vorlese. Nee. Stimmt. Es Ja. tut mir leid. Ja, aber jetzt kommt mein Lieblingssatz. Ja, der steht so, der hat mir Daniel Gera so geschickt. Besucher können an Promotion-Ständen innovative Produkte entdecken, an Verwüstungen teilnehmen und wertvolle Kontakte knüpfen. Das wiederum klingt interessant. Alexa, fahr Wollte mal ich hin. mal, ja. Das Ist sollen es in wahrscheinlich den Couch Verlosungen sein, irgendwas oder? oder? Ich vermute es. Die Verlosungen. Vorstellung, dass irgendjemand so, hier ist ein Baseballschläger und dann hauen die diesen Schlag. Also. Also ich halte das für möglich. Das wäre doch auch mal was für die Frankfurter Buchmesse.
wenn man da gewisse Stände auf der Frankfurter Buchmesse verwüsten darf. Vor allem mit Baseballschlägern, ne? Die ganz neue Version der Baseballschlägerei. Also. Hab wenig Nazi-Stände gesehen oder eigentlich, ja. Bitte bleib, ich habe schon schwierig, ist schon schwierig genug, mich zu konzentrieren. Also ich nehme an, dass das eine Autokorrekturfehlerhaftigkeit ist und es soll Verlosungen sein. Also der Satz soll eigentlich lauten, Besucher können an Promotion-Ständen innovative Produkte entdecken, an Verlosungen teilnehmen und wertvolle Kontakte knüpfen. Klingt gleich viel langweiliger irgendwie. Aber vielleicht hat er ja Verwüstungen gemeint. Wer weiß das schon? Nein. Ich glaube... Möglich? Ich kann nicht mehr. Wie war denn wohl die Okta 2023? Das ist so alles kaputt. Wenn Messer gewesen ist, dann waren es doch die Verwüstungen. Ein bisschen verwüstet aus. Nessie Schildkröt schreibt, klingt nach einer Orgie. Lass mich noch schnell vorher mein Make-up verwüsten. Nessie Schildkröt, du kriegst eine Festplatte. Genau. So geht's nämlich. Du kriegst Hast du jetzt da alles vorgelesen? Ja. Okay. Es gibt ja auch noch hier einen ein Command. Also Nessie Schildkröt, bitte schreib an einen unserer Mods deine Adresse. Die leiten uns das weiter und du kriegst eine mobile Samsung T1 1 Terabyte SSD Festplatte geschenkt. Und jetzt kommen wir mal zu Glückwunsch. Glückwunsch. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, bitte soll ich nachher auch was begrüßen? Ich überlege noch. Okay. Ich fange mal mit einer Frage an Holm an. Was? Die Frage kommt, ich habe keine, ich weiß von dir alles, aber Florian Spitz hat eine Frage. Welches Klemmbaustein-Set, interessant, dass es von dir kommt, Florian, welches Klemmbaustein-Set würdest du in einem Stream bauen wollen? Okay, ich weiß nicht, ob das kein so schwieriges, weil ich habe damit keinerlei Erfahrung. Echt? Also Alexander, da müssen wir doch also mal... Also so eine Tankstelle oder sowas. Ich glaube, die sind nicht so schwierig. So eine schwierig. Figur. Alexander, wollen wir mal so, mit dem Rollen so... Vielleicht ein paar Duplo-Sets oder so zum Einstieg. Den Duplo-Zoo, den muss man da hinstellen. dabei gibt es ja so wunderschöne Space-Modelle inzwischen. Also so ein, zwei Ninjago-Dinger musste ich irgendwie vor ein paar Jahren zusammenbauen mal. Aber ansonsten, ja. Okay. Also entweder den Duplo-Zoo oder Ninjago oder Space. Ansonsten thematisch, ich glaube, meine, ja, also es gibt sehr, sehr vieles, was ich cool fände, aber. Das machen wir mal, Hilfe. Alexander, oder? Hilfe. Mit dem Holm. Wir zwingen den Holm zum Bauen. Oh. Humpelmietz möchte wissen von mir, welches deiner selbstgeschriebenen Stücke hat dich, als du das erstmalig in kompletter Fassung gehört hast, am meisten beeindruckt? Das ist das Mara und der Feuerbringer-Hörspiel. Nicht nur, aber auch, weil Holm und Hoxilla mitspielen, aber auch. Das hat mich echt beeindruckt, dass das wirklich so Kino für die Ohren war. Andy Hoxilias. Oh, das klingt so ein bisschen mexikanisch. Hoxilias. Tofologie möchte von Hoxilias wissen, seid ihr gut in Hamburg angekommen? Ja. Ja. Gibt es da vielleicht mehr? Ja, ist jetzt die Frage, ob ich anfangen soll zu jammern und zu sagen, ich ziehe nie wieder um Gottes Willen, das waren so viele Kartons, das war alles so furchtbar. Nein. Aber das will ja keiner hören. Wir sind gut angekommen. Wir sind auch fast fertig mit dem Auspacken. Ja. Und freuen uns jetzt auf Huxilla. Genau, freuen uns jetzt, die kommenden Huxilla-Folgen aufzunehmen. Relaxilla. Ja. Die Huxilla-Folgen, die nächsten. Dann. Curtain Falls möchte wissen, von allen hier. Oh je. Info an die Mods, ich tausche das so ein bisschen durch, ne? Weil sonst kommen dann zum Beispiel 5 für mich, 5 für Huxilla, ich versuche es so durchzutauschen. Curtain Falls möchte von euch wissen, konnten die Menschen in der Runde, die so manches Mal Doomscrolling betrieben haben, dieses Verhalten ablegen? Ich habe es leider noch nicht geschafft. Fang mal bei dir an. Ich mache das gar nicht so extrem. Also ich... Nee, ich bin da nicht so anfällig, sondern und vor allem, ich bastel mir so meine Bubble, meine Wohlfühl-Bubble und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich da viel rumscrolle, weil ich dann bei schönen Sachen rumscrolle und bei positiven News und sowas. Also ja, ich bin da die Falsche, ich bin da
Ja, und macht das halt nicht. Der Alexander ist einfach gegangen, weil er das nicht beantworten möchte. Nein, er musste den heulenden Kater reinlassen. Ah, dann fragen wir doch dich direkt mal, Alexander. Bist du so ein bisschen Doomscrolling anfällig? Bist du schon auch, oder? Aber nicht bin so ich, extrem. Bin ich, hat aber die letzten Wochen stark nachgelassen. Ich kann da Umzüge empfehlen. Da kommt man dann nicht zum Doomscrolling. Und wenn man dann abends im Bett liegt, dann ist man einfach so müde, dass man einfach schlafen möchte. Das hilft. Mhm. Aber Spaß beiseite. Ich versuche bewusst, wenn ich das merke, dass ich da anfange reinzufallen in das Loch, was anderes zu machen. Also entweder was anderes, wenn ich das Gerät in der Hand habe und ich möchte es in der Hand behalten, was anderes mir anzuschauen. Also statt Blue Sky dann Threads und statt Threads TikTok und dann bist du wieder bei Facebook. Ja. Das ist auch ganz clever eigentlich. Ja. Oder aber dann tatsächlich das Ding aus der Hand legen und was anderes machen. Okay. Und zwar ganz bewusst. Ich habe inzwischen merke ich so, wie sich bei mir der Blutdruck verändert, wie sich die emotionale Lage verändert und dann weiß ich, jetzt musst du dringend was anderes machen. Okay. Alexa, du hast ja aufgehört mit Doomscrolling, hast du ja mal gesagt, ne? Bei dir vorbei. Für immer. Das war so der Plan. Also ganz funktioniert es nicht. Es kommt ab und zu mal so anfallsartig, dass man sich da wieder so, oder dass ich mich da so ein bisschen bei Threads oder so drin verliere, aber es ist viel, 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 viel weniger geworden. Mhm. Also in die anderen sozialen Medien gucke ich sowieso nur noch so ganz kursorisch mal schnell rein. Und ich habe bei Instagram immer so meine Erholungs-App ist, den Algorithmus wieder so trainiert, dass ich in der Timeline eher so die netten Sachen habe. Also irgendwie Reisegeschichten oder Tiere oder was weiß ich. Das ist irgendwie so ein bisschen fluffiger alles. Und das tut ganz gut. Und ansonsten einfach Handy weglegen. Da muss man sich dann manchmal zwingen. Ich kann es nicht so gut zur Zeit wieder. Aber auch, weil ich nicht so gut schlafen kann und dann versuche ich wirklich so eine halbe Stunde lang, tu es nicht und irgendwann und dann sind plötzlich 2 Stunden weg und dann werde ich aber auch müde, weil ich so unglaublich gelangweilt bin, weil alles das Gleiche ist. Holm, doomst du Scroll? Scrollst du Doom? Also ich erinnere mich an Nächte, wo ich das getan habe. Das war während des russischen Einmarschs in der Ukraine, während des Attentats in Wien und während des Attentats in Hanau. Ansonsten, kann ich nicht sagen. Also ich verfolge gewisse Nachrichten über die Ukraine immer noch halbwegs regelmäßig, was auch der einzige Grund ist, weshalb ich noch auf einer gewissen, also mich noch gelegentlich in Maskhausen bewege. Mhm. Ansonsten ich versuche. Also bei den Nachrichten einigermaßen auf Stand zu bleiben. Aber okay, also es ist themenspezifisch, aber das ist ja dann eigentlich... Das ist kein Doomscrolling. Kein wirkliches Doomscrolling, nicht so beliebig. Gut, damit sind diese Fragen beantwortet. Jonas L19. Gibt es Projekte, die in näherer Zukunft veröffentlicht werden, über die ihr jetzt schon was erzählen dürft, könnt, wollt? Holm, fangen wir bei dir einfach an. Gibt es die Frage war an dich gerichtet. Die sind immer an uns alle gerichtet. Die ihr was erzählen dürfte. Ja, was ich jetzt gerade losgetreten habe, ohne richtig zu wissen, was ich da tue, war während der Buchmesse einen TikTok-Kanal eingerichtet und Samstagabend irgendwie so vorm Schlafengehen mein erstes Video hochgeladen, Sonntagmorgen wieder aufgewacht, zu dem Zeitpunkt 10.000 Views und knapp 100 Kommentaren, die ich moderieren musste. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt TikTok-Star. Bei den Folgevideos war es glücklicherweise nicht mehr ganz so extrem, aber das Thema wird jetzt bei mir so ein bisschen auf der Agenda bleiben, sicherlich nicht in der Intensität. Und wie heißt der Kanal? Einfach wie ich. Also, ja, aber doch nicht mit Ü. Holm Hümmler. Huemler? Ach, du fragst mich. Gott, bist du schlecht im TikTok-Kanal promoten, ey. Wahnsinn. Boah. Ja, wenn man den Holm sucht, dann wird man ihn auch finden, denke ich mal. @holm.hümmler ohne Ü. Also Holm.hümmler und der volle Name dann oder der Nickname dann Holm Hümmler, das findet man schon. Okay. Ja, ich denke auch. Gut. Wie schaut es denn so bei euch aus, Hoxilla? Was macht ihr denn eigentlich? Dann kann man euch helfen? Irgendwas mit Katzen. Der Kater rast hier rum und will aus dem Fenster gucken und macht Faxen. Macht Faxen.
Neue Huxilla-Folgen gibt es hoffentlich mal irgendwann. Ja. Konsolidieren jetzt erstmal ist eher das Thema. Was? Also Huxilla-Folgen, wir haben ja Huxilla-Folgen ausgelassen, ja. Die versuchen wir jetzt nachzuholen. Das ist viel wichtiger, als was Neues anzufangen. Erstmal das machen, was man immer macht. Aber worüber ich schon reden kann, ist, also es ist ja am 19. September die Staffel 2 von Ripper's Daughters, ein Hörspiel aus dem Haus Bum-Film unter meiner Regie, erschienen. Und es ist natürlich auch schon der Abschluss der Trilogie, die Staffel 3 in Planung. Also das kommt demnächst. Wird aber wahrscheinlich bis nächstes Jahr dauern. Nicht nur wahrscheinlich, mit Sicherheit. Ja. Genau. Okay. Das ist das. Ja. Okay. Wann kommt denn die nächste Huxilla-Folge? Wenn alles nach Plan verläuft, morgen. Ja. Oh, okay. Das sind wir eigentlich. Aber das Thema ist geheim. Was sollen wir? Oh, komm, eigentlich raus. Schon. Und zwar sprechen wir morgen über das CIA Gateway Program oder die Gateway Experience. Was ist denn das? Das ist ein irgendwann nicht mehr ganz so geheimes CIA-Projekt, wo sie versucht haben, durch bestimmte Techniken, die angeblich jeder erlernen kann oder nachvollziehen kann, Out-of-Body-Experiences und Remote-Viewing und so paranormales Zeug. Dieses Männer, die auf Ziegen starren Ding. Ähnlich, das in einem gleichen Bereich, aber ein anderes Programm. Genau, das war eher das Projekt der Jedi im Wesentlichen bei Männer, die auf Ziegen starren, aber es gab mehrere Projekte. Es gab auch noch ein Projekt Stargate und dann gab es eben den Gateway Process. Ja. Abgefahrener Kram. Wir haben schon 3. Und morgen ist dann die, kriege ich dann so eine Anleitung, wie das geht von euch. Ja. Ja, wir sagen dir, wo du die für teuer Geld kaufen kannst, Anleitung. Wir können nicht machen. $80 aber gibt es das Einstiegsseminar. Ja, und Sophia, du hast mir ja heute die 6 von 8 Folgen Kohlrabi Schwarz. Das sind 7,5 von 8. 7,5 von 8 geschickt. Ne? Nicht mit einem Word-Dokument, was ich alles ändern soll. Und das gehen wir morgen an, haben wir gesagt, zusammen. Ja, und dann schreibe ich Folge 7 und 8 tatsächlich neu. Also nicht, weil ich jetzt... Nein, sondern weil ich heute Nacht nicht schlafen konnte und dann festgestellt habe, ich habe eine ganz große Sache nicht aufgelöst und ich war dann immer unzufriedener, je länger ich drüber nachgedacht habe und jetzt schreibe ich Folge 7 und 8 neu. Habe dann nachts noch Nico und Mel geschrieben, die mich heute früh sehr müde angeschaut haben. Nicht, weil ich sie geweckt habe, sondern einfach, weil sie dachten, bist doch fertig, du Depp. Aber ich muss es, ich muss die nochmal neu schreiben. Darf ich dich dazu mal was fragen? Ja, klar. Schreibst du dann wirklich die ganzen Texte von vornherein neu oder machst du sozusagen die Dateien, editierst du? Also, ich editiere schon auch manchmal, wenn es eher eine Überarbeitung ist, dann editiere ich natürlich sowieso. Aber in diesem ganz speziellen Fall jetzt, da habe ich sowas komplett anderes vor. Es wird eine komplett andere Location. Es ist eine andere Figurenkonstellation in der Folge 8. Ich glaube, da kann ich nichts retten. Ich hätte aber gerne, dass du trotzdem alle Anmerkungen von mir liest, weil ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. So. Ja, okay. Das ist auch ein Projekt, was jetzt angegangen wird. Die Folge 7 fandst du richtig schlimm, glaube ich. Ne? Da hast du wahnsinnig. Da war einfach zu viel, was nicht. War einfach zu viel. Backes. Falsch. Okay, alles klar. Also nächste Frage. Entschuldigung, es stand eine Bambuspflanze auf dem Zimmer der Intensivstation, auf dem Patientenzimmer. Das finde ich doch. Also. Auch wenn man sagt, Wirkung vor was? Wirkung Logik. Vor Logik, finde ich das schwierig. Und man hat gemerkt, dass du die Folge nicht am Stück geschrieben hast, sondern ja, oder ich habe es gemerkt. Naja. Aber der Rest ist sehr schön. Und da ist auch gar nicht so viel zu ändern. Und das wird eine sehr, sehr schöne dritte Staffel. Also ihr könnt euch freuen. Die hat sehr gut gefallen bis Schwab Doppelpunkt. Das war ganz gut. Und alles danach war schwierig. Ich schreibe immer wieder die positiven Sachen auf rein. Wenn du das gelesen hättest, wüsstest du das. Ich hab das aufgemacht, habe gesehen, es sind 10 Seiten. Du hast mal gesehen, es sind viel, aber da stehen auch viele positive Sachen drin. Aber gut. Echt? Dann lese ich es. eine kurze Frage an mich. Hast du den großen Krug voller Latte kürzlich ausgetrunken? Nein. Ich habe daran genippt. Sonst hätte ich während der volle Kanne auf Sendung, Live-Sendung im ZDF. War das ZDF oder ARD? ZDF ist das. ZDF? Bin mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, es ist eine ARD-Produktion.
Auf jeden Fall wäre ich dann dauernd auf die Toilette gerannt, wenn ich diesen einen Liter Kaffee ausgetrunken hätte. So, der Jovo Atomica weiß, wie fühlt man sich, wenn die Verwüstung nicht Verlosung, sondern Verkostung heißen soll? Du hast recht. Ach so. Verkostung. Ja gut, aber was Verung gibt es denn noch alles? Verwirrung. Was Quatsch wäre, wenn sie auf einer Messe kommen. Verwirrung teilnehmen. Ja. Würden Sinn machen. Ja. Hm. So. Kimchi. Sehr, sehr gerne. Oh ja. Boriumwart möchte wissen, hat es schon Anfragen von möglichen Übersetzungen gegeben und würdest du dann Tolkien-mäßig Ratschläge geben, wie gewisse Namen und Worte übersetzt werden sollen? Gab es ja. Es gibt ja bei Audible USA Ghostsitter auf Englisch, amerikanisch-englisch, ich glaube 4 Folgen bislang. Und da habe ich schon sehr viele Ratschläge gegeben. Ich glaube, ich habe da ein sehr, sehr langes Kompendium dazu geschrieben. Es war sogar so, dass ich hatte dann die erste Folge fertig gehört und habe dann gesagt, ich finde, der Rufus T. Firefly muss einen New York-Akzent haben, weil es sind ja, Marx Brothers waren ja Juden aus New York. Und dann haben sie tatsächlich ab der zweiten Folge das geändert und der Schauspieler konnte einen ganz tollen jiddischen New York-Akzent und hat das dann umgesetzt. Also insofern würde ich sagen, ja. Nicht die Moni. Frage wieder an alle. Hat euch ein Wild Mikes Format nachhaltig verändert? Wenn ja, welches und wie? Sophia. Dann fragst du mal mich zuerst. Gar nicht. Alle. Hm. Also die haben mich definitiv alle verändert, weil ich bei allen was gelernt habe und bei allen neue Menschen kennengelernt habe, neue Sichtweisen und so weiter. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, was war die Frage, welches und wie? Ja. Also da könnte ich jetzt 2 Stunden drüber reden. Ich versuche das kurz zu fassen. Ich glaube, dass das, was am meisten mich verändert hat, war schon Ferngespräch und Nachsitzen. Einfach weil ich über so viele Dinge Sachen erfahren habe, die mich auch vorher jetzt nicht unbedingt interessiert hätten. Also es ist ja nicht jedes Thema so, dass ich dann sage, Mensch, das will ich aber unbedingt wissen, sondern manchmal sind es auch Themen, wo ich denke, ja, mal gucken. Und das finde ich sehr schön. Und dass ich mich doch deutlich weit mehr weiterentwickelt habe als vorher. Also im Sinne von feststellen, ich habe sehr viel internalisierten Rassismus in mir, auch was so Feminismus angeht. Also da ist einfach in den letzten Jahren deutlich mehr bei mir passiert an Persönlichkeitsentwicklung als in den Jahren davor. Und das finde ich sehr schön. Ich kann das so eigentlich unterstreichen, denn ich bin nicht mehr derselbe seit der Mathe-Folge. Nein, das war gelogen. Nein, das war gelogen. Nee, aber es kommen mir immer wieder so bestimmte Sachen in den Sinn. Also was mich wirklich damals komplett umgehauen hat beim Nachsitzen, war die Folge mit Dara Tucker über, mir fällt immer das Wort nicht ein, Cultural Appreciation. Das war, also erstens mal, weil wir es auf Englisch machen mussten und zweitens, weil das so den Kopf aufgemacht hat und die Sichtweise komplett auf den Kopf gestellt hat. Das war wirklich krass. Und ich weiß nicht mehr, welcher es war, aber es war ein Stream mit Gilda Sahebi, wo ich wirklich den Tränen nah war, weil sie das so, ich glaube gerade, weil sie es so, tapfer klingt blöd, weil sie es so sachlich gesagt hat und ich mir dachte, um Gottes Willen, wie furchtbar, dass du das jetzt so sachlich einfach uns mitteilst. Also da sind viele Momente und die alle Bekloppt-Streams, die haben mich auch wirklich extrem beeinflusst im Endeffekt. Muss ich sagen. Also das ist schon krass, weil ich einfach mittlerweile über so viele Dinge ganz anders nachdenke. Über manche immer noch genauso. wenn es darum geht, nervige Leute aus dem Leben zu werfen oder so, das werde ich wahrscheinlich nie ablegen. Aber das hat mich schon wirklich nachhaltig beeinflusst. Wie sieht es denn bei dir aus, Holm? Ja gut, also ich sag mal, das Format, was ich mitgemacht habe, im Wesentlichen war ja das Ferngespräch. Ja. Und ja klar, also das verändert einen, wenn man das über so einen langen Zeitraum macht, jede Woche und diesen Input und auch, sag mal, eure Sichtweisen, die ja mitunter doch ein bisschen anders sind, als jetzt eine rein nüchtern sachliche dabei aufzunehmen, klar verändert einen das. Und das hat mich auch deutlich weitergebracht und
Ja. Und ich finde, wenn ich das mal so sagen darf, Alexander und ich haben uns da kürzlich mal darüber ausgetauscht, bist wirklich ein kleines bisschen weicher geworden. Bist ein bisschen weicher geworden. Ein bisschen, oder Alexander? Das muss man, kann man doch einfach so von außen sagen. Ein bisschen weicher. Das ist für unsere Selbstwirksamkeit wichtig, meint, dass wir das behaupten, ob stimmt. Wenn ihr das so sagt. Ja, ja. Alexa. Steht ja auch gut. Also, ja. Ist, ja, ja, steht dir gut. Kannst es gut tragen. Alexa, Alexander? Ja, also ich kann wirklich mit Fug und Recht sagen, dass das Nachsitzen mein Leben umgekrempelt hat. Also das ist halt in der Pandemie ein völlig neuer Teil meines Lebens geworden. Ihr habt ja alle schon erwähnt, also dass einen das inhaltlich prägt und dann später natürlich auch gerade das Nachsitzen inhaltlich prägt, ist ganz klar, aber auch auf so einer ganz privaten menschlichen Ebene. Also so tolle Leute, wie ich da kennengelernt habe, das kann man gar nicht aufzählen. Da muss ich natürlich auch sagen, die Interaktion mit euch da draußen, also mit dem Chat und allen, die immer da regelmäßig dabei gewesen sind, von denen ich ja auch inzwischen viele im Real Life getroffen habe, was super schön ist, das verändert. Und ich muss auch sagen, der Pärchenabend, stimmt, den möchte ich nicht unerwähnt lassen. Stimmt. Das hat nochmal so eine andere Dimension aufgemacht und auch, dass wir uns dann so zusammengefunden haben. Ja. Das hat mein Leben komplett umgekrempelt, auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Das ist sehr schön, dass du das sagst. Und wenn es dir regelmäßig besser geht, ja, würde ich wirklich gerne wieder Pärchenabend machen. Ich würde das auch gerne machen und es fühlt sich echt scheiße an, dass es so an mir hängt, dass es im Moment nicht geht, aber mir geht es einfach nicht gut genug dafür. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und irgendwann machen wir wieder Pärchenabend. So. Alexander, möchtest du noch was ergänzen? All das, was gesagt worden ist, stimmt, oder trifft genauso auf mich zu. Was bei mir noch hinzugekommen ist, dass ich auf der technischen Ebene ganz viel gelernt habe. Greenscreen, Licht und all die Dinge, dann wie man ein Let's Play Stream selber aufsetzt. Das ist ja auch noch so ein Format, was ich nebenbei betreibe, dass wir den Real Life nach sehr vielen Jahren wiederbelebt haben und alte Folgen mit der Community hören und alle finden das irgendwie ganz witzig. Das hat technisch eine gewisse Herausforderung, die man zu lösen hatte. Da habe ich viel dazu gelernt und diese ganze menschliche Komponente, da habt ihr alles gesagt, das trifft natürlich auch auf mich. Ich habe übrigens technisch gar nichts dazu gelernt. Das kann ich bestätigen. Einfach gar nichts. Nichts. Wirklich null. Nichts. Ja. Warum geht das nicht? Weil dein USB-Hub nicht am Strom hängt. Warum nicht? Weil es abgesteckt ist. Das habe ich nicht gemacht. Steck es an. Oh, die Maus geht wieder. Erstaunlich. Ja. Cat Blues fragt, ob Holm uns was über Diphtherie erzählen will. Ich nehme an, nein. Hat er noch ein TikTok-Video gemacht. Eben. Ach so, möchte jemand andere was über Diphtherie? Diphtherie war das das TikTok-Video, also das erste, weil mir irgendwie wieder in den Sinn kam, beziehungsweise gerade in dem Moment zugeflüstert wurde, dass ja vor ein paar Tagen wieder ein relativ übler Diphtheriefall aufgetreten wurde, bei dem dann ein Kind da ins Krankenhaus musste, das natürlich nicht geimpft war und wir eben das Problem mit den Impflücken ganz schwerpunktmäßig immer wieder an Waldorfschulen haben. Ich finde Waldorfschulen auch nicht falsch. Ja, ich stand also gerade gegenüber des Rudolf Steiner Verlags und dachte mir, dazu muss ich jetzt mal einen kleinen Rant loswerden. Das war das mit den 10.000 Views. Der kam definitiv gut an. Der Lonstrell, das kann ich ganz schnell beantworten, möchte wissen, wann kommt der Bernd das Brotkinofilm? Das steht in den Sternen. Und Jonas L19, wie läuft es bei den neuen Feuerflieg-Hörspielen? Ich habe heute wieder eine Abnahme gemacht. Wir können aus Gründen erst ab Mitte Dezember beginnen, neue Feuerflieg- und Ghostsitter-Folgen zu veröffentlichen. Aber dann sowas von, weil ich denke, das kann man schon sagen, wir sie dann selbst veröffentlichen. Wäre natürlich auch bei Audible sein, um Gottes Willen, aber genau, so sieht's aus. Kurze Frage von Säbelzahn-Dirigent. Die Vorstellung ist mir... Also dirigiert er mit den Zähnen oder hat er... Ja, also, mach mal die Frage. Ich mach mal die Frage. Kennt ihr das SCP-Projekt? Falls ja, was haltet ihr davon? Wäre das was für die Bundeslade? Falls nein, möchtet ihr einen Elevator-Pitch?
Ich fühle mich nicht angesprochen. Sagt mir nichts. Werde ich nach der Sendung aber googeln. Vielleicht gerne nochmal eine E-Mail mit dem Schlagwort Elevator Pitch. Ja. Ja. Natürlich, ich schummel immer. Ich will von nichts jemals einen Elevator Pitch übrigens. Weil das ein rechtliches Problem ist. Wenn Leute sagen, du hast aber die Mail gelesen. Und dann habe ich bei Ghostsitter 10 Jahre später gelesen, dass der Vampir mit dem Strohhalm trinkt. Das war aber meine Idee. Ich lese. Also es sei gesagt, wenn ihr Tommy oder an die Bummfilm oder an mich oder irgendjemand in Tommys Umfeld Ideen schickt, wir lesen die nicht. Ja. Es wird nicht gelesen. Ja. Also schickt sie uns nicht, weil es einfach ein Problem wäre, wenn wir sie lesen würden. Davon abgesehen, dass zumindest du die Zeit nicht hast. Ja. Und selber genug Ideen, Herrgott. Python-Bändiger schreibt an alle, wo wir gerade bei Umzug waren. Was wäre in eurem Karton für das Umzugskarton Wichteln? Also was ist seit dem vorletzten Umzug immer im Karton und nicht ausgepackt geblieben? Okay. Holm, was ist denn Scheiße. Seit deinem Vor- oder seit deinem letzten Umzug immer noch im Karton und nicht ausgepackt und würde deswegen gut passen für Umzugskartons Wichteln? Also ich habe beim Aufräumen meines Kellers einen Umzugskarton mit Schul- und Ausbildungsunterlagen meiner Ex-Frau gefunden, die ich ihr dann zugeleitet habe inzwischen. Ich bin so froh, dass du Unterwäsche gesagt hast. Ich bin so froh. Also inzwischen schon wieder raus. Ansonsten, ja, da müsste irgendwo unten auch noch ein Kasten stehen mit Notizen aus meiner Austauschschülerzeit oder sowas, aber die würde ich tatsächlich niemandem verwichteln. Die würde ich, glaube ich, wenn, dann höchstens in den Schredder verschwinden lassen oder sowas. Okay. Hast du irgendwas Umzugskartons Wichtelhaftes? Nee, also ich bin ja doch relativ häufig umgezogen und habe dann auch immer mal wieder hin und her gepackt, aber es gibt, glaube ich, so 1-2 Kisten, von denen ich weiß, da sind eben so Kindheitserinnerungen, meine alten Tagebücher, das Halsband meines ersten Hundes und solche Sachen drin. Aber die würde ich natürlich auch niemals verwichteln, sondern die sind halt in diesen Kisten. Ich sehe eine Katze. Ja. Sehr lustig. Also läuft gerade, man sieht nur den Schwanz des Katers. Riesengroß. Und das sieht wirklich monstermäßig aus. Also insofern, ja, es gibt diese Kisten, die ich nicht auspacke, aber weil ich weiß, was drin ist. Und weil das würde ich auch niemals hergeben und das würde auch niemanden interessieren, außer mir selbst insofern. Ich schleppe schon noch einiges an Schleppscheiße mit mir rum. ich brauche demnächst, glaube ich, mal, ich muss mir irgendwas überlegen, ob ich irgendjemanden finde, der oder die meine Super-8-Filme für mich verkauft. Denn das ist ganz schlimm, weil an Fans Sachen zu verkaufen, viele, ist ganz schlimm. Also nicht private, sondern Star Trek, Bud Spencer, alles Mögliche. Sowas gab es auf Super 8? Oh ja, oh ja. Die Kurzfassung davon, ja. Ja, und ich habe auch ein paar Langfassungen. Ich habe zum Beispiel, Dings World, na, wie heißt es gleich? Nicht Future World, sondern das, was neu verfilmt wurde als Serie. Westworld? Westworld, genau. Den ersten Westworld-Film habe ich als Komplettfassung. Oh, krass. Genau. Nosferatu habe ich als Komplettfassung, The General von Buster Keaton, alles auf Super 8. Und das muss irgendjemand für mich demnächst mal raushauen. Wie sieht es denn bei euch aus? Ihr habt ja gerade ausgemistet. Wie sieht es denn aus mit Wichteln, Kartonwichteln? Also ich habe etwas, das immer mit mir umzieht, ohne dass ich es auspacken kann. Ja, Alexander, danke. Ja, ohne meistens in der Kiste. Ich bin nur zur Sendung raus. Alexander wird nicht verwichtelt. Aber auch das kann ich leider nicht verwichteln. Das sind Lampen, die ich mal geerbt habe, die ich eigentlich vom Design her total schön finde. Das Problem ist nur, dass die aus Metall sind und ziemlich massiv. Und ich habe bisher noch keine Wohnung, keine Wand gefunden, wo ich die wirklich hätte anbringen können. Aus Eisen? Ja, Stahl. Also ja, Metall. Metall. Also okay. Die sind unfassbar schwer. Aber sehr, sehr schön vom Design her. Aber kann die Alexander nicht ab und zu mal einfach so halten? So für in 30 Sekunden, ja. Danach nicht mehr. So ein Nummerngirl, einmal so durchs Bild. So wie die Katze. Beitragen. Aber wenn ihr jetzt nie wieder umzieht, dann solltest du die ja schon irgendwie mal irgendwo... Eigentlich? Halten wir die gucken nicht? Mal. Kann man die nicht außen irgendwie so... Aber eine Beton- ja, vielleicht also eine Betondecke. Soll die auf den Balkon klemmen oder so. Aber eine Betondecke, das geht doch. Da brauchst du halt einen Schlagbohrer. Nee, die sind halt für die Wand, nicht für die Decke. Ach so. Man kann sie aber auch... Da habe ich gar keine Anschlüsse. Ich weiß gar nicht.
Wie Alexander irgendwann immer sagt, wie sagst Tages. Du Alexander immer? Anbohren, sagst du immer, ne? Ja, ich bohre Dinge an. Er bohrt Dinge an. Da. Ja, das steht uns auch noch. Du bohrst Dinge an? Oder ansonsten habe ich noch relativ viel Klemmbausteinzeug im Keller stehen, aber das will ich auch nicht verwichteln, sondern das werde ich nach und nach dann jetzt zur Dekoration der Wohnung dann wieder nach oben holen und eventuell dann auch, ähnlich wie du das gerade schon geäußert hast, das ein oder andere dann veräußern, nachdem ich es aufbereitet, sortiert, gereinigt habe. Das kann durchaus passieren, dass ich dann ein paar Sachen veräußere. Du liebe Zeit. Also mit uns kann man einfach nicht Umzugskisten wichteln spielen. Nee. Nicht so wirklich. Nee. Humpelmeets. Wenn ihr unendlich viel Zeit, Geld und Energie hättet, welches Format auf Twitch würdet ihr gerne noch ins Leben rufen? Ich nehme an, Steffen und Dan würden gerne die Tommy Krabbeis Show, Show, Show machen, aber ich nicht. Ja, aber die kann ja Steffen auch ohne dich machen. Das heißt die Tommy Krabbeis Show, Show, Show. Du hast auch unendlich Geld, ne, hieß es. Ja, ja, Zeit, Geld und Energie. Da würden mir so viele einfallen. Und einige würden Menschen, die ich jetzt hier gerade sehe, also alle von euch, irgendwie massiv mit einbeziehen. Zum Beispiel also auch das Campingformat Alexander und Tommy auf Reisen. Ja. In Baumärkten. In Baumärkte, genau. Was aber in der ersten Staffel nach 2 Folgen bereits beendet wird. Genau, weil das Potapotti-Pumpklo kaputt ist. Ja, oder weil wir uns beide umgebracht haben. Und weil ich dir nicht beim Kacken zusehen will. Nein, also es wären schon einige, es gibt wirklich, ohne Scheiß, es gibt so viel, dass ich könnte das jetzt nicht. Nein, wenn du jetzt anfängst, dann ist die, dann, ist die Sendung vorbei. Ja. Also sag einfach viel. Es ist wirklich extrem viel. Und tatsächlich habe ich Lust auf ein Klemmbaustein-Format, das nebenbei noch. Ja, aber das ist Alexanders Format. Ich weiß, aber ich mag halt mitmachen. Ab und zu. Ja, wie schaut es bei dir aus? Also haben wir ja eben schon gesagt, wenn ich gesund genug bin, auf jeden Fall den Pärchenabend. Wenn nicht am Geld hängt, aber so generell. Ist ja egal. Energie, also ich habe ehrlich gesagt gar nichts, was am Geld hängt, glaube ich, weil ich halt nicht gesund bin. Deswegen hängt bei mir alles an der Gesundheit. Also den Pärchenabend würde ich gerne wieder machen. Ich würde auch wahnsinnig, wahnsinnig gerne wieder totgequatscht machen. Und da wäre ich, glaube ich, schon total zufrieden. Also mit den beiden Dingen wieder und alle bekloppt und nachsitzen. Und dann, wenn ich dann ab und zu mal bei irgendeinem Format von euch mitmachen darf, dann bin ich happy. Holm, hättest du irgendeine Idee oder einen Wunsch, wenn Geld, Energie und Zeit keine Rolle spielt als Streaming-Format? Also ganz ehrlich, ich mache deine Formate mit. Ansonsten haben wir ja im Moment auch mit dem BTF-Talk noch ein Format, was momentan läuft, wo ich meine Themen immer mit reinbringen kann und bin ich eigentlich sehr glücklich mit dem, was wir gerade machen. Und du bist ja Twitch-Star jetzt. TikTok-Star. Insofern hast du genug zu tun. Wie sieht's denn bei euch aus? Da drüben. Was? Echt? Ja, es ist ein lang gehegter Traum seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass ich gerne mal so ein Huxilla Outdoor-Adventure-Ding machen würde. Also wir ziehen los und gucken wirklich mal vor Ort, was an den Geschichten dran ist, die wir so erzählen. Also ich habe schon ganz oft gesagt, also der Brieselanger Forst zum Beispiel, dass wir mal irgendwie des Nächtens mit Erlaubnis, Achtung, losziehen und dann gucken, ob es diese unheimlichen Lichter wirklich gibt. Aber das ist doch so was, was ihr jetzt auch demnächst, das hängt, oder? Eigentlich nicht an. Nee, aber das musst du doch bezahlen. Also du kannst das ist ja wirklich etwas, dann brauchst du schon Geld, damit es muss gut aussehen. Dann, wenn es tatsächlich, was natürlich bei Twitch der Hammer wäre, wenn man das live streamen würde. Ja, ja. Wir wären alle live dabei, wie ihr durch den Wald lauft und der Alexander und über Wurzeln stolpert. Ah, das den Kopf so anhauen. Ja. Alexa, Alex. Mit meinem großen Geschick. Was ich ja Blair Witch Project mäßig halt. Also haft vor dem Baumkenner. Also vor allem Alexander, der es nicht mal schafft, eine Fliegentür zu öffnen, bevor er durchläuft. Mehrfach. Das ist doch so. Wobei, gar nicht. Da sind ja keine Türen. Alexander hat ja nur mit Türen ein Problem. Und da sind ja gar keine Türen. Im Wald sind keine jetzt, Türen, ja. Also, ist ein schöner Titel auch. Im Wald sind keine Türen. Oder war das, ist das ein Lied von... Es waren im Wald sind keine aber Räuber. Räuber. Aber Räuber. Ja. Im Wald sind die Räuber. Keine aber Türen. Okay. Dann, Alexander, möchtest du noch was ergänzen oder bist du da voll dabei bei deiner Frau? Da bin ich, da werde ich. Du kannst jetzt auch sagen, ich möchte genau das bitte nicht machen. Nein. Ich fände auch tatsächlich so Audioreportagen, Geschichten spannend, aber das ist halt sofort exponentiell mehr Aufwand. Also, die Idee ist da, aber das muss irgendwie auch
finanziert werden. Und aber ihr habt ja Geld und Zeit und alles. Hm. Also wenn ihr das hättet, das ja die Frage. Dann wäre es eine Option. Das, ja. Genau, aber das muss gar nicht unbedingt nur Streaming sein. Und beim Streaming generell, Energie war so das Thema. Ich habe ja relativ viele Streams inzwischen, die ich schon auch mache. Und ich habe großen Respekt davor, dass Menschen das beruflich jeden Tag stundenlang machen. Ja, 8 Stunden, der Steffen, ne? Ja. Mhm. Zum Beispiel. Und ich glaube, dass ich das... ich glaube, ich brauche so einen Mix von Dingen, damit ich in den einzelnen Dingen, die ich mache, dann auch gut bleibe, weil ich glaube, sonst wird es irgendwann, weiß ich nicht, dann arbeitet man einfach nur die, ja, und man arbeitet auch nur die Zeit ab und ich weiß gar nicht, ob das über so einen langen Zeitraum dann auch immer wieder innovativ sein kann. Mhm. Insofern bin ich mit allen Streaming-Formaten zufrieden. Mehr Geld wäre immer ganz gut, gar keine Frage. Und so ein Klemmbaustein-Format fände ich auch lustig, aber mal gucken, was noch die nächste Zeit so bringt. Da fällt mir ein, du und ich wollen ja einen Podcast machen. Ja. Genau. Also es ist auch eine Energiefrage. Aber das ist ja, achso, das würde ja auch hier zu sehen sein. Stimmt. Genau. Und wir haben sehr lange überlegt, ich habe auch schon Alexander angebohrt, weil uns kein Titel eingefallen ist. Aber wenn du den jetzt sagst und den jemand klaut, wehe, du sagst jetzt unseren Titel nicht. Nein, verboten. Nein. Nee. Okay. Aber wer soll denn den klauen? Aber wer klaut denn die Krabweises? Also nein, das heißt nicht die Krabweises. Ach, den nimmst du gar nicht. Ach, meine Idee wird wieder nicht. Ja, super. Dass du das auch noch die Stirn hast, das Idee zu nennen, das würde mich wirklich beeindrucken. Ich habe da sehr lange für gebraucht. Mein Gott, wie macht ihr eure Folgen? Und dann... und dann auch noch die Idee, redet doch über euch. Das hat mich Tage gekostet. An alle, die möchten, von Rasendes Radieschen, habt ihr Matrix Resurrections gesehen? Wenn ja, wie fandet ihr es? Ich fand es ging so, ehrlich gesagt. Ich fand den Anfang toll. Da habe ich sehr viel Spaß gehabt, mehr als das alles so sich vermischt hat. Und dann wurde es zunehmend uninteressant. Du hast es nicht gesehen? Nein, ich glaube, ich habe auch, ich weiß gar nicht, ob ich Matrix gesehen habe. Ich glaube, weiß ich nicht mehr. Gar keinen. Ich kann auch einen Podcast empfehlen. Ich habe nicht so richtig viel Interesse für solche Filme, glaube ich. Dabei ist es nicht wirklich Weltraumscheiß. Nee, aber es, ja, vielleicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich kenne nur so ein paar Szenen, die, ich glaube, ich kenne nur das von Helge Schneider. Egal, nein, es ist, nein. Okay. Holm, hast du Matrix Resurrections gesehen? Fragt mich was zu Popkultur und ihr werdet ein Blank Face bekommen. Also, der Buster Keaton der Physik. Ich mag den Holm. Überflüssigerweise frage ich jetzt mal einfach Alexa, Alexander, habt ihr Matrix Resurrections gesehen? Ja. Ja. Wie fandet ihr es? Okay. Der war gar nicht mal so schlecht, möchte ich sagen. Ich bin da bei Tommy, der fing ganz spritzig an, würde ich mal sagen. Hat dann aber auch so ein bisschen das Problem, finde ich, was schon Teil 2 und Teil 3 damals hatten, aus meiner Sicht, dass der große Bumm-Effekt vorbei war nach Teil 1. Und das, was danach kam... War einfach nur noch laut. Ja, oder es war eben der dann auch konsequent nachvollzogene Versuch, ein Anime mit Menschen zu drehen, was aber mit so viel technischem Aufwand natürlich passiert, dass man sich fragt, warum habt ihr da noch echte Menschen für genommen? Das ist ein bisschen so wie für mich, ich habe da kürzlich sogar mal drüber nachgedacht, wie der Film The Game mit Der Dings. Der Dings. Der auch in dem da mitgespielt genau. hat. Wo die am Flughafen da Der Chat weiß es, mit wem The Game war. Und das ist auch so ein Film, der so in sich super, super gut ist. Den guckt man einmal, ist total geflasht. Und jetzt stellt euch mal vor, es gäbe The Game 2 und 3. Wo man dann sagt, ja, aber das ist das so. Und so war Matrix Resurrections eben auch. Und ich bedauere, dass wir sowieso in einer Zeit leben, wo es so wenig innovative neue Ideen gibt, sondern eher so Ideen immer wieder neu verfilmt werden, was natürlich völlig legitim ist, das hat es immer gegeben, aber so zwischendurch mal so was ganz Innovatives, Neues, was nicht schon ein Franchise ist, wo man total safe ist und wo dann alle immer sagen, aber warum ist das denn kein Erfolg? Vielleicht, weil es halt dann doch auch nicht innovativ genug ist, wäre meine Meinung dazu. Dann vom kontrollierten Wahnwitz, habt ihr schon mal bei Holmes WTF-Talk heimlich reingeguckt? Nicht nur heimlich, sondern reingeguckt haben alle. Ja, so. Alberne Frage, aber... Ja, das ist doch ein alberner Typ, der kontrollierte Wahnwitz. Das ja, da. Man will's erwarten. Thorium Wart.
Welchen Gast? Doch, ich habe da, glaube ich, auch schon mal reingeguckt. Holmert schon mal reingeguckt. Schön, dass du auch mal reingeschaut hast. Thorium Ward möchte wissen, welchen Gast hättet ihr gerne, habt ihr aber nicht kriegen können bisher? Buster Keaton. Thorsten Sträter. Stimmt. War schon nah dran, aber hat nicht geklappt. Wie schaut es bei euch aus, Holm? Mit wem würdest du gerne mal nachsitzen, What the Fuck Talk oder was auch immer machen? Der heißt nicht What the Fuck Talk. Ja, ich kann aber nicht anders. WTF. Also ich habe tatsächlich, bin im Moment auf ganz, ganz bei relativ unbekannten Leuten. Ich habe gerade Misha Lemeschko angefragt zu einer Folge über Quantenphysik, aber der kann momentan gerade nicht, weil er arbeitsmäßig überlastet ist. Der Prof Lemeschko auf YouTube macht aber im Moment keine neuen YouTube-Videos, erklärt Quantenphysik. Cool. Du bist so krass. Also so, dass ich es auch verstehen würde, oder? Ja, der macht es wirklich gut. Deswegen würde ich gerne mal was mit ihm machen. Aber gut heißt jetzt aber nicht, dass wir es verstehen würden. Ich habe auch gemerkt, dass der Holm sich so ein bisschen also wahrscheinlich, weil du dir denkst, was? Ja, wie soll die das? Also deine gesagt. Antwort war nicht, ja, das würdest du auch verstehen, sondern deine Antwort war, ja, der macht das richtig gut. Und ja. Da könnte man jetzt rein interpretieren, ja, der macht das richtig gut, aber ob du das dann verstehst keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, aber er macht das gut. Also wenn du es nicht verstehst, liegt es halt an dir. Also wenn, ja, er macht das gut, die Antwort auf deine Frage ist, dann ist doch eigentlich, also ja. Ich hätte gerne, dass mir das jemand so erklärt, dass ich das verstehe. Ich war ja auch begeistert. Ja, ich möchte gerne. Also der Herr Eigner hat da auch ein ganz nettes Buch zugeschrieben, ehrlich gesagt. Ja, ja. Das ist auch nicht so schlecht. Ich kann halt keine. Aber das war die letzte Absage, die ich mir eingefangen habe. Und das tut mir gerade ein bisschen leid. Ja. Oh. Welchen Gast? Achso, Thorsten Sträter, hast du gesagt. Wie sieht es bei euch aus? Alexa, Alexander? Die ganze Zeit überlegt, aber wir hatten schon so tolle Leute. Der Alexander wird halt gerne diesen Waschgau von Uxilla mal einladen. Ja, aber da kommt man ja gar nicht. Das ist halt so eine strahlende Persönlichkeit, aber an den kommst du ja nicht dran. Weiß ich nicht. Ich finde, wir haben, glaube ich, Holm sagt das gerade so, unbekannte Leute in beiden Formaten immer die Gelegenheit, dass man so Leute identifiziert, wo man sagt, die haben was zu erzählen. Mhm. Die sind oder die brennen für ein Thema. Und dann geht es gar nicht um irgendeine Art von Reichweite oder Prominenz, sondern dass das Menschen sind, die was Tolles erzählen oder für eine Sache brennen und die man dann auch gut findet. Und da bietet das Format so viel Gelegenheit, also so viele Leute, die, wo du gesagt hast, den lade ich mal ein, Tommy oder so, wo man dann hinterher gesagt hat, das war ja eine super Persönlichkeit. Mhm. Die man vielleicht auch vorher gar nicht kannte, wo man sich dann mal ein paar Sachen durchgelesen hat und dann gesagt hat, ach so, ja, cool. Mhm. Und dann aber an den Leuten hängen geblieben ist. Eher so rum. Ja. Es gibt so ein paar Leute, da glaube ich einfach nicht, dass wir die gewinnen könnten. Wie heißt nochmal diese Professorin, die sich mit Zeugenaussagen beschäftigt und zu False Memory forscht? Ach, eine Amerikanerin. Ach, Paul Loftus, ja. Ah, genau, Elizabeth Loftus, ja, cool. Das wäre cool. Das wäre wirklich der Börder. Es gibt schon ein paar. Also ein paar von denen haben wir bekommen. Also ich wollte immer mit Sarah Bosetti. Mhm. Das war mir ein großes Anliegen, weil ich einfach Fan bin. Dass das geklappt hat, war toll. Dass Georg Restle da war, fand ich einen Knaller. Ja. Der soll halt mal wiederkommen, aber der hat viel zu tun gerade. Ja, und auch so Leute, was ich auch spannend fand, so Leute, die quasi, wo wir der kleine Club noch waren, ne, wenn man so Annika Brockschmidt mal, wenn man sich ganz zurückerinnert, als das alles anfing. Ja. Und jetzt diese Karriere. Jetzt hat es halt keine Zeit mehr für uns. Sie war vor kurzem wieder da, aber und es ist schon so, also na, es war schon so ein bisschen so, dass ich mir gedacht habe, ja, wir kannten sie schon, bevor sie Fame war. Fand ich schon cool. Ich möchte noch zu Thorsten Sträter sagen, also ich würde den nicht nur gerne einladen, weil er erstens bekannt ist und zweitens einer der lustigsten Menschen, die ich kenne, sondern weil der so wahnsinnig gut über Depressionen sprechen kann. Also da kann ich empfehlen, das Video von Thorsten Sträter, wo er in der Sendung von Kurt Krömer ist. Also wenn ihr guckt, Kurt Krömer, Thorsten Sträter, Depression, dann findet ihr dieses Video. Und wie die beiden da über Depression sprechen, finde ich fantastisch. Ganz, ganz großartig. Ja, das hätte ich auch gerne. Ich habe auch seine Nummer. Da bin ich jetzt auch gar nicht so. Also irgendwann schaffen wir das schon. The Curious Knirps, und ich nehme an, damit ist nicht der Taschenschirm gemeint, fragt an alle. Ich hoffe, das können wir halbwegs schnell beantworten, weil wir haben unfassbar viele Fragen. Okay. Wenn ihr eine Katze wärt, wie würde sie aussehen? Grün. Okay. Alexa. Schwarz. So was, Alexander. Schwarz. Holm. Langfällig. Sehr gut. Und du? Ich wäre keine Katze. Doch.
Die Frage war, wenn du wärst du so eine Nieskatze. Eine Nieskatze. Ja gut, das wäre ich auch. Ja, Florian Spitzohr will von mir wissen zum Tischlaufband. Also Tischlaufband, also ein Laufband unterm Tisch, nicht auf dem Tisch. Wie viele Wörter pro Meter schaffst du? Ich habe keine Ahnung. Das kann ich nicht beantworten, weil ich weiß es einfach nicht. Aber es geht sich ganz gut darauf schreibend. Aber ich durfte ja während dem alle Bekloppt-Stream nicht gehen. Das habt ihr mir verboten. Ja, weil es uns wirklich sehr, sehr irritiert hat. Und außerdem habe ich das Gequietsche gehört. Also ich muss nachfragen, ein Tischlaufband? Also, ja, also auf dem Tisch. Nein, also ein ich habe ein Laufband unter dem Tisch. Unter dem Stehtisch. Unter dem Stehtisch. Ach so. Ja, nicht beim Sitzen. Dann geht er spazieren, während er arbeitet. Da gehe ich spazieren, während ich schreibe. Es gibt bestimmt auch Leute, irritiert, die das im Sitzen machen und dann denken, ja, ich habe es doch bewegt. Kurze Frage von kontrollierter Wahnwitz. Wie viele der 100 TikTok-Kommentare musstest du löschen, Holm? So 25. Okay. Das ist schon eine Menge. Das ist eine Menge. Tofuluki an alle. Kommentiert ihr eigentlich noch Schwurbler- und Populismusbeiträge? Und wenn ja, schaut ihr euch die Reaktionen an oder ignoriert ihr die? Ich kommentiere nichts mehr in dieser Richtung, weil das nur Aufmerksamkeit gibt. Und ich ignoriere den Scheiß insofern, als dass ich ihn sofort blockiere. Wie sieht es bei dir aus? War ja auch so. Ich habe das noch nie kommentiert und mache es auch nach wie vor nicht. Ich blockiere ein bisschen schneller, einfach weil, wie gesagt, ich da meine Wohlfühlbubble haben will. Ja. Aber es ist schon so, wenn ich was lese und denke, also gar nicht so bei Schwurbel, ich habe das eher so bei pädagogischen Sachen, dass ich denke, oh nein. Und dann merke ich, ich möchte eigentlich was dazu sagen. Was ich dann mache, ist, dass ich gucke nach einem positiven Kommentar, entweder bei dem Posting oder bei einem anderen und den dann like und dazu irgendwas Nettes schreibe oder so. Das mache ich dann. Also, dass ich das auf jeden Fall umlenke und das negative Sachen einfach nicht kommentiere. Fertig. Alexa. Ich kommentiere, also ich setze positive Kommentare ganz häufig unter Instagram-Posts, ignoriere dann die Troll-Antworten, die da manchmal kommen und like ganz viel von anderen positiven Kommentaren. Holm, du hast das ja eigentlich vorhin schon beantwortet. Also wenn ich was gut belegt richtig stellen kann, dann mache ich das auch bei, auch bei anderen. Okay. Das ist beeindruckend. Bei einer Sache, wo Sophia mich ja mal angeschrieben hat zu einem Beitrag auf Instagram, wo es um transgenerationale Traumata ging, da musste ich dann auch kommentieren. Hast du gemacht, Fand ich in Teilen falsch dargestellt und dann habe ich aber gedacht, viel besser ist ja, wenn wir daraus mal eine Huxilla-Folge machen und dann versuchen, sozusagen sauber recherchiert was zu dem Thema selber zu veröffentlichen, damit man, wenn man dann sucht, dass man das vielleicht die Chance zumindest hat, die Folge zu finden. Und dann, das ist eher inzwischen der Weg. Wenn ich sagte, wenn es so oft auftaucht im Netz, dann machen wir da mal eine Folge zu. Ob das dann ist natürlich super. Fast hätte Bernd das Brot Hoxilla im Spiegel empfohlen. Ja. Das hat aus folgenden Gründen nicht geklappt. Und zwar, vor dem WDR steht doch eine Mausstatue. Mhm. Die war doch jetzt kurz weg. Mhm. Und dann hat der Spiegel angefragt beim Kinderkanal, was dann zu mir kommt, ob Bernd was dazu sagen konnte, weil ja von ihm auch mal eine Statue versteckt wurde. Und ich habe mir dann Spaß draus gemacht, weil dieser Reporter da hat das dann so geschrieben wie, Bernd, du wurdest ja auch schon mal entführt. Und dann habe ich Bernd antworten lassen, ich wurde nicht entführt, es war nur eine Statue. Der Unterschied zwischen mir und dieser Statue ist halbwegs gut erkennbar. Ich erkläre es Ihnen gern nochmal so, diese Haltung eingenommen. Und dann kam aber immer wieder eine Frage und dann konnte Bernd natürlich immer wieder sagen, ich versuche es jetzt noch einmal, ich Brot, das Statue. Und dann war es irgendwann auch so, dass es hieß, ja, ob die Maus und er, ob sie denn vielleicht auch empfänglich sind für das Stockholm-Syndrom. Und dann habe ich drunter geschrieben, als Bernd, ich habe, da ich diese Frage sehr oft gefragt werde, habe ich extra dazu einen Podcast gehört, den Sie hier finden. Und es scheiterte nur an einer Sache, nämlich als ich das dann hingeschickt habe zum Kika und der Kika es zum Spiegel geschickt hatte, während dieser 10 Minuten, wurde die Maus zurückgeliefert. Die war sehr schnell wieder da, die Statue. Ja. Und dann wurde das leider nicht veröffentlicht. Aber sonst hätte das geklappt. Erwähnung in Printmedien bringt übrigens 0,8 Hörer mehr. Ja, aber von Bernd das Brot. Aufs Jahr. Da geht es doch um die Ehre. Ja, das stimmt. Das wäre natürlich, also von Bernd das Brot erwähnt werden ist natürlich ein. Genau. Als Quelle.
Der Thoriumwart möchte wissen, Alexander ist ja sehr weltraumbegeistert. Ne? So ähnlich wie du, nur ein bisschen mehr. Sophia. War er, der Alexander, war er schon mal bei einer Sternwarte? Sternwarte, nicht Planetarium, das ist dem Thoriumwart wichtig. Mir ist scheißegal. Oder gar bei einem Raketenstart und wenn nein, der warum Holm nicht? Muss was dazu sagen. Ja, Holm, ja, was möchtest muss ich du dazu sagen? Ja. Ich war tatsächlich im Frühsommer zu einer Veranstaltung eingeladen. Da ging es noch um einen Verein, von dem ich mich mittlerweile deutlich distanziert habe. In Nürnberg in der Sternwarte und ich bin, weil ich da schon mal einen Vortrag gehalten habe für die gleichen Leute, natürlich nach Nürnberg ins Planetarium gefahren. Ja, das passiert. Zwei unterschiedliche Dinge. Dass dir das passiert, ist echter Knaller. Beim Planetarium guckt man sich künstliche Sterne an, in der Sternwarte guckt man sich in der Regel echte Sterne an. Aber wenigstens der Unterschied ist mir durchaus bewusst. Ich sag mal schlicht weg darin, dass ich, wie gesagt, bei den gleichen Leuten schon im Planetarium war. Da waren wir auch schon mal im Planetarium. Nürnberger Planetarium, Nürnberger Sternwarte. Ja, aber schön, dass du nicht bei Nürnberger Sternsingern oder am Weihnachtsmarkt gelandet bist. Es ist dummerweise doch ein Stückchen zu fahren. Und, oh nee. Ich hatte mal einen Termin am Chiemsee und bin zum Starnberger See gefahren. Aber lass uns nicht von mir sprechen. Der Alexander hat noch nicht geantwortet. Genau, Alexander ist ja sehr weltraumbegeistert. Warst du schon mal bei einer Sternwarte nicht Planetarium oder gar einem Raketenstart? Und wenn nein, warum nicht? Sternwarte hat sich noch nicht ergeben, will ich unbedingt mal machen. Ich habe eigentlich auch die Idee, der Holm hat ja bei sich in der Sternwarte in der Nähe, wo ihr immer so nette Treffen macht, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ihr macht total macht ihr nicht mit Oliver Devus gelegentlich Geschichten? Also wir waren von den Rhein-Main-Skeptikern immer im Sommer im Taunus-Observatorium der Frankfurter Uni, wo der physikalische Verein zwei Teleskope betreibt. Da zieht sich im Moment, da der betreffende Ansprechpartner nicht mehr da ist, ist das momentan schwierig. Wir planen im Moment was mit der astronomischen Arbeitsgemeinschaft Orion in Bad Homburg. Die haben auch eine kleine Sternwarte jetzt. So, vielleicht ergibt sich da ja mal was. Also hat sich einfach noch nicht ergeben, Sternwarte. Und Raketenstart, muss ich ganz ehrlich sagen, ist relativ aufwendig. Ein guter Freund von mir war bei Raketenstarts, unter anderem in Baikonur. Der hat auch einen Podcast drüber gemacht. Und hat den Start eines deutschen Astronauten zur ISS mitverfolgt, von Baikonur aus und war auch tatsächlich schon in Französisch-Guayana und hat einen Start einer Ariane-Rakete erlebt. Aber da hört man schon, man ist sehr weit unterwegs. Das ist nicht so ganz einfach, da hinzukommen. Und im Moment scheue ich mich ein bisschen zu fliegen. Das ist so die eine Debatte. Und selbst wenn ich sagen würde, egal, und ich kompensiere es, sitzt das gerade nicht im Budget. Fände ich aber ehrlich gesagt eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte und dieser auf Distanz Goes Baikonur, so heißt dieser Podcast, kann ich nur jedem empfehlen, weil das eine vor allem dir, Sophia. Sehr Sophia sollte sich den anhören. Das ist eine sehr emotionale Geschichte, eine sehr persönliche Geschichte und das muss schon absolut eindrucksvoll sein, eine Rakete zu erleben, die insbesondere so groß ist, dass da Menschen mit ins All gebracht werden. Das muss schon was wirklich Einmaliges sein, das zu sehen und zu erleben. Das ist ziemlich einmalig. Also Cocoa Beach ist von Cape Canaveral ungefähr 10 Kilometer weg und selbst da, ich hatte das große Glück, dass während eines Florida-Urlaubs, den ich vor doch sehr vielen Jahren inzwischen mal gemacht habe, die Endeavour von Cape Canaveral ausgestartet ist. Die Fahrt quer über Florida rüber, morgens hin und abends zurück, hat sich tatsächlich gelohnt. Extrem beeindruckend. Und Thoriumwart, weil ich immer so viele böse Witze über dich mache und weil du mich so nervst mit deinem ganzen Atomscheiß, schenke ich dir jetzt eine SSD-Festplatte. Weil du mir so auf die Nerven gehst. Ich kann denn sowas nerven? Nein! Also so vom Pädagogischen her ist es jetzt nicht die schlauste Aktion von dir. Ja, aber immer bremsen wir rein und immer sagen wir, machen wir Witze. Was und wir? So. Ich habe noch nicht einen einzigen Witz über Thoriumwart gemacht. Und ich baller immer baller ich da. Also du meinst, es ist als Entschuldigung gedacht und nicht, weil... So weit würde also ich nicht als Belohnung dafür, dass jemand dich nervt. Nein, sondern einfach nett. Ich dachte nur, ich möchte nett sein. Stell das mal richtig.
Ich möchte zum Thoriumbad nett sein. Dass man hier nicht fürs Nerven belohnt möchte wird. Aber, nein. Dass diese Festplatte dann ausschließlich mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Das würde ich da schon noch dran knüpfen. Die wird vorher grün angemalt. An der Stelle auch nochmal jetzt hier der Hinweis zur Mitte der Sendung. Dass musst du das dreimal sagen? Die Korea Business Expo stattfindet vom 29. bis 30. Oktober im Austria Center Vienna. Dass man Austria Center Vienna aussprechen muss. Weil es nicht anders geht. Und dann schreibt er an Kennwort Kasperlpost, L36 Wien. Nein, Quatsch. Und der Eintritt ist frei. Die Expo ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr für alle Besucher offen. Über 450 koreanische Unternehmen zeigen neueste Produkte und Trends in den Bereichen Technologie, Energie, Kommunikation, Haushalt, Mobilien, Lebensmittel und Kosmetik. Besucher können an Promotionständen innovative Produkte entdecken, an Verkostungen teilnehmen und wertvolle Kontakte knüpfen. Für die Leute, die jetzt sich fragen, warum ich jetzt an mich halten muss, weil hier steht Verwüstungen statt Verkostungen. Wir nehmen aber an, es ist Verkostung gemeint. Oder Verlosungen. Man weiß oder es nicht. Wenn du es nochmal vorlesen musst, können wir uns ja noch was Drittes ausdenken. Ich glaube, Verwüstungen ist so lustig. Das ist so lustig. Ich war mal, das habe ich glaube ich beim Pärchenabend schon mal erzählt, ich mache es ganz kurz. Unser Kunstlehrer in der Fachoberschule Gestaltung hat erzählt, sie hatten eine Ausstellung, da haben sie in einem Raum einfach diverse Blechreste reingelegt und vorne Baseballschläger hingestellt als Kunstinstallation, nicht als Aufforderung. Und an dem Tag der Eröffnung, an der Vernissage, haben die Gäste erst in diesem Raum alles kaputtgeschlagen und dann die komplette restliche Ausstellung. Alles war kaputt. Und dann war diese Ausstellung beendet. Aber wie viele Verwurstungen von dieser Sache willst du jetzt eigentlich noch vortragen? Einige. Verrostung, Verwünschungen, Verkohlung. Es kommen noch einige. Genau. OCTA steht für Overseas Korean Traders Associations. Das, vielen Dank. Wann ist Joey von M. Duval mal wieder zu Gast? Bald. Habt ihr die zweite Staffel ja, Rings of Power gesehen und wie fandet ihr sie? Noch nicht gesehen. Wer von euch hat sie noch nicht gesehen? Noch nicht gesehen. Holmleeres Gesicht, ne? Genau. Ja. Was macht Tommy Krabweis bei Schreibblockaden? Er hat keine. Ich habe keine. Ich gehe einfach durch. Also ich bin manchmal langsamer, aber Blockaden hatte ich, glaube ich, noch nie. Elwood Blues. Betreibst du ein Versionsmanagement beim Schreiben, um mal auf alte Fassungen zurückzugreifen, falls nötig? Ja. Ich beantworte das jetzt ganz schnell, weil ich mache es so, dass ich sowohl an Sophia als auch an Mel in der Boomfilm die Fassung schicke und sage, legt ihr sie bitte ab, sichert sie, weil ich sie einfach nicht mehr wiederfinde auf meinem Rechner. Echt. TA15212345456. Ist das irgendeine Anspielung, die ich nicht kenne, Alexander? Sagt mir spontan auch nichts. Vielleicht, wenn ich es sehen würde, aber so vorgelesen. TA15212345456. Habt ihr schon mal überlegt, eines der Bücher von Dirk van den Boom zu verfilmen? Das ist wahrscheinlich jetzt an uns gerichtet. Täglich. Hobbit der Große. Ist geplant, dass die Boom-Film-Hörspiele Kohlraben Schwarz und Ripper's Daughters physisch zu kaufen sind? Ich möchte unsere Regalbrette rund um die wegen Hörspielen gekaufte Bluetooth-Box gerne dekorieren. Gibt es Updates zu den Mara-Büchern? Meine Oma will unbedingt weiterlesen. Also, nein, Audible-Hörspiele kommen so gut wie grundsätzlich nie physisch raus, weil Audible ein digitales Unternehmen ist. Das ist schade. Aber so ist es. Andererseits verwüsten wir auch nicht die Umwelt mit irgendwelchen Kram. Ich versuche es positiv zu sehen. Es gibt kein Update zu den Mara-Büchern, weil ich so wahnsinnig viel Arbeit habe. Kontrollierter Wahnwitz. Der haut heute einen nach dem anderen raus. Was haltet ihr von der Idee, dass irgendwer aus dem Chat etwas kompetent streamt und ihr selbst kommentiert im Chat nachsitzen in vertauschten Rollen sozusagen? Hä? Ich hab das nicht durchdrungen. Nehmen wir an, der kontrollierte Wahnwitz streamt etwas zum Thema Fediverse und Linux-Rechner. Ja, würde ich mir nicht angucken. Ich auch nicht. Lieber fress ich Glas. Aber richtig. Ja, machen wir weiter. Was aber jetzt, was nicht am kontrollierten Wahnwitz liegt, aber... Nein, also bei mir liegt es zu 50% am kontrollierten Wahnwitz. Weil, Entschuldigung. Ja, aber aus Gründen, die der kontrollierte Wahnwitz absolut nachvollziehen kann. Liegt ja jetzt nicht daran, ob das jemand aus dem Chat ist, oder? Also natürlich guckt man sich mal vielleicht was an und kommentiert dann im Chat, aber...
Was? Wie? Ich verstehe. Ich habe vertauschte Rollen. Einfach was du mal im Chat sein möchtest. Und wir kommentieren. Ob du der kontrollierte Warnwitz sein willst, das ist die Frage. Ja, verstehe ich. Das Problem, lieber kontrollierter Warnwitz, wenn ich so wie in der letzten Woche Waschkraul los Wochos habe und Dienstag, Mittwoch und Donnerstag selber Sachen livestreame, dann bin ich auch mal froh, wenn ich an den anderen Tagen der Woche eventuell etwas für mich oder gar mit meiner Partnerin zusammen mache. Oder eventuell andere Dinge, weil ja mein Leben nicht nur aus dem Streaming besteht, sondern wir auch Folgen recherchieren, Buchhaltung, all so einen Scheiß machen muss. Da fehlt mir tatsächlich ein bisschen die Zeit dafür. Ich verstehe die Frage, ich werde das immer gefragt von anderen oder von Menschen, die ganz viel Podcasts hören, die immer sagen, was hörst du alles für Podcasts? Mhm. Und da muss ich immer sagen, mir fehlt da im Grunde genommen die Zeit dafür. Das kriege ich gar nicht mehr unter in meinem Leben. Florian schreibt gerade konkret, wenn der kontrollierte Warnwitz und er, also Florian Spitzohr und der kontrollierte Warnwitz, zusammen ein Lego-Set bauen würden, würdet ihr das anschauen und im Chat kommentieren? Ich würde bestimmt mal reinschauen, einfach weil ich es nett finde, dass ihr das macht und mal schreiben, hallo, das ist ja cool und ein paar Minuten dabei bleiben. Aber ich habe... Das würde ich auch, definitiv. Also reinschauen Zeit, ja. Und einen netten Kommentar da lassen, würde ich auf jeden Fall. Was aber nicht an den Leuten, sondern an der Zeit liegt. Ja. Eben, also, ja, natürlich, ja. Ja, und weil wir dann auch manchmal Gäste überlegen, laden wir Menschen ein und dann gucken wir Streams an, um zu entscheiden, sind das Gäste, die, also das ist so eher ja. Twitch ist mehr Arbeit für mich. Halt. Ja, genau. Und der Holm würde das natürlich machen, der würde den gesamten Stream angucken natürlich. Und laufend kommentieren, richtig? Genau. Ich höre tatsächlich sowas wie Podcasts auch am liebsten beim Autofahren, aus genau den gleichen Gründen. Dann solltest du keinen Twitch-Stream so anschauen. Genau, Twitch-Stream anschauen und kommentieren im Auto nicht machen. Ja. See Sadness. Nachsitzen mit Musiker und Skeptiker Daniel Graves von Aesthetic Perfection. Wann? Ach, das ist eigentlich eine witzige Idee. Stimmt. Wir haben mal überlegt, über Musik was mal zu machen, Musikproduktion. Ja. Genau. Der spricht Label auch Deutsch, oder nicht Label. Spricht auch Deutsch mit inzwischen, wenn man ihn zwingt. Sehr gut. Oh, der übt das bestimmt gerne. Der spricht sehr gut Deutsch. Thorium also ist, zur Information, ist ein kalifornischer Musiker, den wir peripher kennen und den wir ganz nett finden und der inzwischen in Österreich lebt, deswegen spricht er Deutsch. Thoriumwart hat jetzt natürlich Aufwind. Also der wird jetzt jede zweite Frage ab sofort kommt von Thoriumwart. Natürlich. Da ist kein Scherz. Also Thoriumwart, ich werde dich jetzt, auch wenn du eine SSD-Platte gewonnen hast, schon jetzt nicht alle Fragen von dir, weil da wirklich sehr, sehr viele jetzt sind. Aber der möchte wissen, ob wir mal wieder ein Ukraine-Special machen oder ob uns das zu deprimierend ist. Das werden wir, glaube ich, ziemlich sicher wieder machen, wenn eine... Ja. Also ich will jetzt damit... Das klingt jetzt natürlich wie, wenn endlich mal... Es müssen auch die Menschen Zeit haben, die wir da einladen. Und ich glaube, wenn etwas... Also, dass für die Menschen in der Ukraine jeder Moment dramatisch ist, ist mir völlig klar. Das will ich damit nicht in Abrede stellen. Aber wenn sich etwas... Wie soll ich Ihnen das jetzt sagen? Maßgeblich bewegt? Ja, also das klingt alles irgendwie, als würde ich das kleinreden. Klingt ja, nicht gut. Ich glaube, da könnten wir tatsächlich mal wieder was machen, weil wir ja auch inzwischen so erleben, dass die Unterstützung, also sie ist noch da, aber sie bröckelt so ein ganz bisschen. Und dann gab es ja neulich noch die Entwicklung, dass Nordkorea, ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Soldaten hinschickt. Also das halte ich schon für eine üble Wendung, die das nimmt. Ganz kurz, Holm, was ist denn da dein, hast du da irgendwas, was du da beitragen kannst zu diesen News, was Nordkorea angeht? Waffenlieferungen, Soldaten? Also bislang ist das, soweit ich das überblicke, eine reine ukrainische Geheimdienstinformation. Also es gab vor ein paar Tage davor eine Situation, dass ein Standort mit Operatoren für die von Nordkorea gelieferten Raketen getroffen worden sein soll. Aber da das alles auf russisch kontrolliertem Gebiet ist, hat man so richtig keine substanziellen Informationen darüber bis jetzt. Weil was man halt weiß, ist, dass die Russen dann aus allen möglichen Ländern Leute anwerben, die halt dringend Geld brauchen. Und inzwischen nicht mehr nur inoffiziell über irgendwelche Privatarmeen, sondern ganz offiziell man von allen möglichen Straftaten begnadigt werden kann oder gar nicht erst vor Gericht kommt, wenn man sich zum Militär verpflichtet, auf die Frage, was denn das bedeuten würde, wenn die Leute dann dadurch ihre Freiheit erlangen würden, wurde dann gesagt, ach, das ist nicht schlimm, die überleben sowieso nicht. Also das ist wirklich sehr, sehr übel. Um Gottes Willen. Ich glaube, wir sollten demnächst noch mal streamen. Also Holm, dann bist du hiermit offiziell angefragt für ein Ukraine-Update und ich sehe schon, Können wir gerne machen. Danke, dass du
mitmachst. Das Thema nicht, aber. Nein, ja. Nein, aber du bist da wirklich eine tolle Quelle. Humpelmeets, inwiefern habt ihr mit den Formaten, auf weil Mikes eure ursprünglichen Ziele erreicht, was wollt ihr gerne noch erreichen? Welche eure Hoffnungen in die Formate haben sich erfüllt? Ich hätte wirklich gerne deutlich mehr Live-Zuschauer, obwohl ich weiß, dass wir ja durch die Podcasts und dann durchaus auch immer mal wieder auf YouTube echt eine Menge Menschen erreichen. Fände ich es schön, wenn Wild Mikes mehr Live-Zuschauer hätte. Das gesagt habend, weiß ich, dass es bei Twitch generell einfach schlecht läuft. Und es echt hart geworden ist. Und ich bin froh um die Menschen, die wir haben. Also jetzt sind es ja gerade 300 Leute. Das ist ein Knaller in der heutigen Zeit. Das ist mir völlig klar. Aber ich würde mich schon freuen, wenn da die Abos, die Subs wieder höher würden. Das würde schon einiges erleichtern. Aber es ist, wie es ist. Und wir hören ja trotzdem nicht auf. Ja, möchte da noch jemand was beitragen? Der WTF, also, Holm Twitch ist ja auch WTF-Talk, also wenn du was dazu sagen möchtest, was du dir damals ja, erhofft. Gleiche Sache auch, also ja. ich fänd's super, wenn einfach mehr Leute, neulich meinte auf einmal jemand, oh, jetzt sehe ich mal das Gesicht von Holm. Ich mir dachte, das kann man eigentlich, wenn man die Talks einfach nur live guckt, anstatt sie als Podcast zu hören, das hat ganz man einfach. Eigentlich sehr, sehr einfach die Möglichkeit. Ja. Alexa, ich hatte dich sträflich unterbrochen. Ich glaube, also wir haben ja, glaube ich, schon wahnsinnig viel erreicht und ganz tolle Community ist zusammengekommen. Ja. Was ich, glaube ich, mir noch wünschen würde, wäre, dass wir noch mehr Leute für Europa begeistern. Ja. Ich glaube, das haben wir noch nicht so hingekriegt. Ja. Vielleicht. Ja. Da ist noch ein bisschen Luft. Ja, definitiv. Kann ich nur sagen. Alexander, magst du noch? Ja. Ja, meine Erfahrung ist ja, dass es immer sehr lange dauert, bis Formate so wachsen. Ja. Und also wir machen einfach weiter. Auch wenn es jetzt weniger werden würden, glaube ich, würde es noch sehr lange dauern, bis man das abbricht, weil wir ja auch anfänglich schon alle gesagt haben, dass man persönlich auch wächst an den Formaten. Und wenn ich an die Abschiedstour mit dem Christian denke, ich verbringe einfach auch gerne Zeit mit Christian. Also warum... Also da habe ich dann erreicht, dass ich mit jemandem, mit dem ich vor vielen Jahren gepodcastet habe, dass ich mich mit dem wieder relativ regelmäßig treffen kann, finde ich gut. Also das ist da war das Ziel, was ich erreicht habe, da bin ich schon zufrieden. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich hatte gar nicht so richtig ein Ziel. Also natürlich, wenn jetzt gar niemand eingeschaltet hätte und gar niemand geguckt hätte oder kommentiert oder gefragt, dann hätte ich natürlich mit Totgequatscht und alle bekloppt aufhören müssen, weil wobei Totgequatscht nicht, dann da wäre ja ein Gast. Aber ja, mein Ziel ist, neben der persönlichen Weiterentwicklung mit alle bekloppt und totgequatscht, einfach da auch Menschen zu helfen oder Menschen zu erreichen und bei totgequatscht eben dafür zu sorgen, dass man ein bisschen offener und angenehmer auch über den Tod sprechen kann und über das Sterben. Gut, das kann ich im Moment nicht machen. Und bei alle bekloppt bin ich einfach total happy, das sage ich auch immer wieder, dass Alexander das als Podcast auch rausbringt und dass dadurch es jetzt doch so langsam immer mal wieder mehr Leute gibt, die auch auf Twitch dann dazukommen oder dass die Fragen von verschiedenen Leuten kommen. Also da bin ich einfach, total happy, weil ich hätte auch ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass wir das über die Pandemie hinaus machen können und dass da immer genug Menschen sind, die Fragen haben bei alle bekloppt. Und da bin ich einfach sehr, sehr glücklich. Und wenn das so weiterläuft, dann bin ich da zufrieden mit. Und ich bin, das ist noch ein Projekt, übrigens fällt mir gerade ein, weil du alle bekloppt gerade noch mal so ausstreichst. Das soll demnächst noch mal eine eigene Homepage kriegen, die ein bisschen inhaltlich auch was darstellt. Genau. Das ist ein Projekt, an dem wir auch noch arbeiten im Hintergrund. Und ich freue mich einfach, dass ich mit dir, Sophia, was zusammen machen kann. Ja, das ist echt ganz, ganz viel wert. Also gerade jetzt auch vor dem Hintergrund von Long-Covid, aber dass wir da was zusammen machen können, das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel wert, weil wir können ja nicht zusammen Musik machen. Das ist. Das sollten wir nicht. Das sollten wir nicht. Aber dass wir jetzt es hingekriegt haben, dass wir mal zusammen eine Lesung machen und solche Sachen, dass das gut läuft und dass wir zusammen streamen können, das ist schon wirklich toll. Demnächst einen Podcast machen, der einen sehr tollen Titel hat, den ich nicht sagen darf, weil du paranoia-mäßig Angst hast, dass den uns jemand klaut. Das wäre eine Katastrophe. Was nicht mein Ziel war, weil ich damals noch gesund war, aber was mir im Moment wahnsinnig hilft, ist, dass mir das Streamen wirklich ein Stück normales Leben beschert, also was ich halt sonst nicht habe. Das ist teilweise, das sind teilweise die einzigen Termine, wo ich wirklich so soziale Kontakte habe und wo ich irgendwas mache, wo ich auch das Gefühl habe, es ist so ein
bisschen was Sinnvolles, außer wenn ich Sachen für dich lektoriere, aber das mache ich ja auch nicht immer. Also das ist für mich einfach persönlich gerade so ein großer Anker, um am Leben teilnehmen zu können. Ibz Berlin. Wann wird Holm wieder Teil der Stammbesetzung? Mir geht es genau umgekehrt wie ihm. Ich bin ja gefühlsmäßig eher Teil eurer Blase und fand beim Ferngespräch seine nüchtern, konservative, aber immer fundiert vernünftige Meinung eine große Bereicherung, weil sie meinen Horizont erweitert hat. Und weißt du was, Holm, das kann ich unterstreichen. Mhm. Du hast tatsächlich auch meinen Horizont massiv erweitert. Ja, klar. Also nicht nur das durch den ganzen ja Physikkram. Also, ja. Also meinen, ja. Ja, also nicht nur jetzt durch den ganzen Physikkram, der mich nach wie vor jetzt... Weil man aber auch Holm ja, in der Live-Sendung jetzt schlecht blocken konnte. Ja, das stimmt. Das muss man auch ehrlich mal sagen. Das geht halt ganz schwierig. Wirklich, weil du ein vernünftiger Mensch bist, der von sich selbst sagt, ich bin konservativ, aber bist halt trotzdem nicht scheiße. Und das hat wirklich ganz viel, ich kann es nicht anders sagen, es hat bei mir einfach wahnsinnig viel ausgelöst, dass ich da nicht mehr so dumm, weniger engstirnig. Nee, dumm, engstirnig bin und einfach, sondern wirklich sagt, ja, aber es gibt halt auch den Holm. Das ist wirklich der Knaller. Der Satz, den der Tommy häufiger sagt, wenn alle Konservativen so wären wie der Holm. Ja, ja wirklich mal, ohne Scheiß. Also, es gibt halt total viel Hoffnung auch. So. Ja, ist halt nur einer. Ja? Also, aber immerhin, ich glaube, da gibt es schon. Ja, zwei. Aber denn die Frage haben wir aber auch nicht vernünftig beantwortet, oder? Er sollte öfter vorkommen und ich finde, das sollten wir definitiv dringend machen. Wir haben ja bei Nachsitzen jetzt nicht wirklich eine Stammbesetzung. Nee, also die Stammbesetzung sind wir hier, die Nachsitzen. Ja. Und, da würde ich auch, glaube ich, nicht so rein, also von dem Format her nicht so reinpassen. Es ist einfach ein anderes Format, insofern. Genau. Fühle ich mich bei euch dann jetzt als Gast eigentlich wohler, als wenn ich da unten sitzen würde? Dann ist ja alles perfekt. Ist ja auch so ein wahnsinnig hübscher. Der will ja auch nur nicht nachsitzen. Das ist ja damals doch wieder. Okay, noch eine Frage an Holm von Humpel Meets. Nein, ich will klugscheißern, dafür bin ich. Ja. Eben! Welcher Krankheitserreger ist für Holm der spannendste? Was ist dein Lieblingskrankheitserreger, Holm? Oh Gott, der spannendste. Letztlich immer der gerade grassiert. Aber ich glaube, der auf die Dauer mich irgendwie am meisten verfolgt und beschäftigt, weil er eben über viele, viele, viele Jahre auch immer wieder massenweise Menschen umbringt, ist Malaria. Mhm. Also da wäre noch viel zu tun. Und weil der auch wahnsinnig komplex ist. Also verglichen damit ist halt so ein Coronavirus irgendwie ultra primitiv. Okay. Das sage ich dem Coronavirus, also beleidigt. Sandra, ja, das kann ruhig beleidigt sein. Sandra Spitzohr möchte von Sophia wissen, wie deine beiden Esel heißen. Die haben tatsächlich noch keinen Namen. Weil ich, ich habe keine Esel. Also ich habe zwei Esel. Dazu mache ich auch auf jeden Fall, wenn es mir wieder besser geht, ein Posting. Da warst du sogar dabei. Ich habe nämlich von den Spitzohrs das wunderschönste nachgebaute Sophia-Zimmer bekommen. Ach ja, richtig. Und da sind zwei Esel drin. Aber da mache ich tatsächlich noch ein Posting, weil das so, so schön ist und so wundervoll. Und die haben noch keinen Namen. Mhm. Nee. Und ob da in Zukunft mal echte Esel sind. Nein, ich weiß. Nein. Tommy möchte keine Esel wegen der Geräusche. Und ich kann das ja nachvollziehen. Aber so diese kleinen Esel fand ich schon ganz nett. Die machen wie diese dann, kleinen Esel. Ach nee, es waren kleine Kühe, ne? Irgendwas Kleines, ist auch egal. Moritz in der Größe? Moritz, was? Ja. Ich glaube, es gibt Zwergesel, aber die sind, glaube ich, ein bisschen größer als so. Moritz Linden möchte wissen, ob die Seltsamstraße ein Projekt das ist, das auf Finanzierung wartet oder ob wir es aufgegeben haben. Wenn jemand das finanzieren würde, würden wir das machen. Definitiv, da hätte ich immer noch Spaß dran. Aber ist jetzt keine Priorität. Ist sowas eigentlich ein Markenrechtsproblem? Seltsamstraße könnte sein, dass die Sesamstraße da ein Problem damit hat. Mhm. Das muss man immer ausprobieren. Möglicherweise. Wir würden es halt dann Wunderlichstraße nennen und alle wissen, was gemeint ist, aber... Tabalotogo. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, die Frage geht eher so in Richtung Hoxilla. Wie motiviert ihr jemanden wie mich?
die keinen Star Wars Film je sah, damit noch anzufangen, also nachzusitzen. Magst du Märchen? Dann könnte das was für dich sein. Hm. Also die ja, Episode 4, 5 und 6 zumindest. Viel mehr Fantasy ist als... Ich würde einfach sagen, muss man gesehen haben. Kann man mitreden, muss man dabei gewesen sein. Ja, bestimmt. Ich finde aber, es reicht, wenn du einen gesehen hast. Also das ist ein Teil von Popkultur, den sogar ich kenne. Ja, also guck dir diesen einen an. Ist das an. Genug Motivation? Mit ein bisschen schmunzeln und wenn sogar der Holm den gesehen hat. Ich habe ihn auch gesehen. Ich habe sogar zweimal gesehen. Ich beantworte die Frage mal umgedreht. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben von der quasi neu oder aktuellen Serie Doctor Who erst 8 Folgen gesehen, was aber auch viel mit Zeit zu tun hat, wo jetzt die Leute wahrscheinlich jetzt alle tot umfallen im Chat. Ich finde es völlig okay, wenn man irgendwas Popkulturelles nicht schaut. Mhm. Und wenn du sagst, ich habe keine Lust auf Star Wars, dann ist das auch völlig in Ordnung. Na, aber klar, wenn du mal gar nichts zu tun hast, dann kann man sich die mal angucken und dann kannst du dir dazu eine Meinung bilden. Ich finde es aber so, etwas zu gucken, wo man sich so total zwingen muss, weil man es gedanklich so furchtbar findet, da wird man auch, glaube ich, wenig Spaß daran haben und das wird auch nichts verändern. Also insofern, wenn du Lust hast, guckst dir an und wenn du keine Lust hast, dann lass es halt bleiben. Ja, und dafür ist doch auch deine... Sachen auch einfach... Entschuldigung, alle gleichzeitig geredet. Dafür ist auch deine Lebenszeit zu schade. Also wenn du da gar keine Lust dazu hast, dann lass es sein. Mach was anderes Schönes. Ja, mit dem Butzki häufig fehlt einem ja nur so ein Stups, dass man sich mal was anguckt. Ja. Also, kann auch sein, ja. Mimbutzki schreibt, ich unterbiete die Menge an gesehenen Dr. Who-Folgen. Sie ist bei 3. Sophia, wir unterbieten es. Wir sind bei 3 Minuten. Wir vielleicht waren es auch 10. 10 Minuten, wir haben da ausgemacht, weil wir A, nicht verstanden haben, was es sollte. Und B ist so aufgesetzt. Ach nee, stimmt, das war sehr kurz. Nee, ich habe irgendwann mal vor 10 Jahren oder so, weil ich gedacht habe, okay, das genau dieses, ne, muss man gesehen haben. Ich gucke da mal rein, habe es wirklich versucht. Ich nehme mal an, vielleicht war es sogar eine Viertelstunde, aber es erschloss sich mir überhaupt nicht. Und ich habe dann gedacht, meine Zeit ist mir zu schade. Und Tommy und ich haben dann dieses, bei der neuesten Staffel gedacht, komm, wir versuchen es mal. Jetzt versuchen wir es mal. Jetzt gucken wir mal. Die soll ganz gut sein als Einstieg, habe ich irgendwo gelesen. Und die ist unterhaltsam. Nach 5 Minuten gestellten Dialogen aus unserer... Also uns hat es einfach gar nicht gefallen. Sag mal, können Abos weniger wert werden? Wir sind vielleicht zu alt. Wir sind nicht reingekommen für Dr. Who. Ja, doch, vielleicht. Was? Das gibt es seit 60 Jahren. Ja, aber wenn man das halt nicht rechtzeitig guckt, weißt du, so, wir sind zu alt, um damit anzufangen. Wir sind überhaupt nicht reingekommen. Es war einfach nur furchtbar. Ja, also wir haben aufgegeben und... Ja, und sind halt vielleicht einfach blöd. The Dogman will wissen, okay, das jetzt hast du angefangen. Ja, was ist eure lustigste Anekdote aus dem Jahr 2024 bis heute? Ich kann mal sagen, dass für mich es sofort zu einer Art Blackout führt, wenn jemand mir so eine Frage stellt. Warum? Wenn jemand mich fragt, dein Lieblingsfilm, dein Lieblingsbuch, dein Lieblings-irgendwas, das Lustigste, das Schönste, das Beste, irgendwas. Ich stelle da bei mir fest. Ich weiß, was es das war. Das geht bei mir nicht. Aber ich weiß, danke, dass du das sagst, Sophia. Das geht mir auch so. Ja, ist einfach, dann, da kann ich nichts mehr drauf antworten. Aber ich kenne deine Antwort. Was. Meine Antwort? Ja. Okay. There is a man with a hat. Das war, finde ich, das Lustigste, was wir beide in diesem Jahr erlebt haben. Wie gesagt, also es war sehr lustig, aber das ist mir nicht möglich, dass ich dann sage, das war das Lustigste. Okay. Was ich kann, ist zu sagen, du bist der beste Mann der Welt. Oh. Das geht, weil das weiß ich einfach. So, das bitte im Podcast mehrfach einfach hintereinander schneiden. Holm, ist dir eine lustige oder die lustigste Anekdote des Jahres 2024? Fällt mir so spontan überhaupt nicht ein. Ich bin auch ein ganz miserabler Witzeerzähler. Ja, das stimmt. Also, wir sind ja der Briller. Alexander. Bisschen was hatte ich ja jetzt eben schon. Eben. Und da bin ich genauso, wie wenn mich jemand fragt, was würdest du machen, wenn du 3 Wünsche frei hättest? Da bin ich auch völlig überfordert damit. Wer fragt denn sowas? Ist angekommen. So ein Quatsch. Alexander? Mir würde spontan auch nichts einfallen. Ich kann aber auch sagen, dass wir sehr viel Spaß immer haben, den ganzen Tag über. Also das zeichnet, glaube ich... Ja, auch angesichts von Chaos. Ja,
Und ja, jetzt nicht nur wegen Umzug, sondern so generell. Ja. Wir lachen auch gern einmal zu Hause und dann ist es meistens lustig. Ich glaube, also wirklich, wirklich, Alexander. Das war sehr lustig. Lorio Tesca. Man kann es nicht. Das war auch ein direktes Lorio-Zitat. Man kann es nicht Lorio Tesca ausdrücken. Oh Gott, das war ja Lorio. Das war, ein Zitat. Aber wie großartig. Wir lachen auch gerne mal zu Hause. Wirklich großartig. Gehen dazu zwar unter den Tisch, aber naja. Vielleicht war das die Anekdote des Jahres. Ja. Ja. Ich schlage vor, Tommy, dass wir die Geschichte mit dem ganz am Ende vielleicht. Nee, bei einem Pärchenabend erzählen, weil das kriegst du so gar nicht mehr hin. Genau. Also wir werden diese Geschichte erzählen. Ich finde, ich weiß, also. Aber wenn, da brauche ich, wenn ich die original mache, dann braucht die, muss die. Die muss sehr langsam, also sehr langsam, die ist nur lustig, wenn sie sehr lang ist. Ja. Und ich könnte es ja auch gar nicht so lustig erzählen. Ich finde, es ist ein Fall von, da muss man dabei gewesen sein, aber du bist ja professioneller Witzeerzähler. Du musst es auf Englisch erzählen, dann geht's. Ja, ich habe es auf Englisch dem John in Irland erzählt und der fand es sehr lustig. Ach, wenn der Johnny lustig fand. Eben. Der findet ja selten was lustig. Also. Six Seasons and the Film möchte wissen, ob die Wild Mikes eine Wahlparty zu den US-Wahlen machen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir das machen. Also ich würde keine machen wollen. Vielleicht machen ja Dan danach und Steffen. Halt eine und Steffen oder so. Aber ich irgendwie nicht, ich möchte da nicht live. Bin zu unruhig, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich werde da wahrscheinlich auch die ganze Nacht vor den Endgeräten sitzen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das kommentieren möchte, was da in mir los einfach ist. Annika Brockschmidt folgen und da mitlesen oder ihr auf Patreon einfach mal ein paar Euro dalassen und live dabei sein. Die macht es besser, als wir das können. Mhm. Ja, dann sind wir wieder beim Thema Doomscrolling. Richtig. Aber einfach nur Annika Brockschmidt lesen und dann geht's aber Dirk hat gesagt, dass das alles gut ist. Ja, es wird alles gut, genau. Hat er gesagt. Ja, na dann. Tobi möchte wissen, ob es... Warum kann Tommy Krappers meinen Namen nicht aussprechen? Das wäre beeindruckend gewesen. Tobi möchte wissen, ob es Pläne gibt für den nächstjährigen Jahreskongress der Parakryptozoologischen Gesellschaft. Da gibt es Pläne der Gesellschaft für Parakryptozoologie. Wir werden es nicht schaffen, dahin zu kommen. Okay. Hütonbändiger, wenn ihr einen neuen Merch-Gegenstand von den Zeugen Kulwaldis auswählen dürftet, was wäre der Gegenstand? Ein neuer Zeugen Kulwaldi-Merch-Gegenstand, was wäre da toll? Ein Mini-Fridge. Ein Eierwärmer. Was? Was? Ja, diese gehäkelten Dinger, die man über gekochte Eier im Eierbecher machen kann. Eier. Sag mal, heißt ein Eierwärmer. Ich hab ernsthaft gedacht, der Alexander. Herr Krabbeis. Das ist so ein Hodenwollkobold da. Für die Küche, für das Frühstück. Du hast doch schon mal das Wort Eierwärmer gehört. Ja, aber meine Assoziation war sofort. Ja, aber dann mach dir mal Gedanken dazu, dass du diese Assoziation hast. Meine Hose mit, was ist denn da los? Deine Hoden, ich weiß nicht, warum deine Hoden in meinem Kopf sind. Was ist denn mit mir los? Es ist alles schon viel zu viel. Alexander, ich will die Scheidung. Jetzt wisst ihr, warum wir weggezogen sind. Das konnte doch nicht mehr weitergehen. Gott sei Dank ist das schon mal. Ja, also. Wird dabei auch nicht besser, sondern ich habe jetzt was gesagt. Ja, Alexa, ihr seid dran. Sag du irgendwas. Es gab bei mir neulich ein Paket mit Zeugenkühlwaldis Schieferuntersetzer in Eingang, hatte ich schon mal erwähnt, oder? Ja. Das ist alles so Meta. Alexa? Den Kühlschrank. Warum nicht mal irgendwie ein Mini-Fridge? Ein Kühlwaldi-Mini-Fridge. Das ist eine gute Idee. Bisschen teuer, aber ja. Ja. Hast du irgendwie? Ich habe ja so grundsätzlich ein bisschen Schwierigkeiten mit Merch-Gegenständen, weil ich da immer was möchte, was man sich sowieso kaufen würde, damit man nicht noch mehr kauft und nicht noch mehr hergestellt wird und all die Dinge. Deswegen, also gut, Alexander, wenn du jetzt sowieso einen Eierwärmer dir kaufen würdest, dann ist es natürlich gut, wenn der von Zeugen Kulwaldis ist. Deswegen finde ich halt solche Sachen wie Tassen gut. Wenn man die denn sowieso braucht, dann kann man sich auch eine Tasse kaufen oder ein T-Shirt oder so. Also irgendwas, was man braucht. Eine Spülbürste oder ein Staubsauger oder sowas. Mein Gott. Was denn? Der Wahrsager-Check, hallo an der Stelle, sagt völlig zu richtig, den Mini-Fridge darf man aber nicht öffnen,
Weil der muss nicht. Nee, das stimmt, der muss also, dann ausgeschaltet und zubleiben. Das ist dann halt wieder so ein Merch-Gegenstand, wo ich mir denke, muss man jetzt die Umwelt belasten mit damit? Aber da stehe ich ja so ein bisschen alleine da. Ich verstehe das auch. Außerdem gibt es da einen Bastelbogen in einem der Kühlturmheftchen. Das reicht doch. Ja, CDF kann man sich das herunterladen, stimmt. Ja. Ich habe einen Merch-Gegenstand für Zeugenkühlwaldis. Spülbürste wäre dann Spülwaldi. Oh. Jetzt muss es leider passieren. Die Zeugen Spülwaldis. Das sind die anderen von der gegenüberliegenden Straßenseite. Die sind lange nicht so. Ja, genau. Das ist jetzt der Reformationskrieg. Die Zeugenspülwaldis sind die Gegenreformation. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Und der kontrollierte Wahnwitz ist ja Martin Luther. Der Gegenpapst. Der Gegenwahnwitz. Der ist dann halt nicht so kontrolliert. Warum heißt er eigentlich kontrollierter Wahnwitz? Er ist alles nur das nicht. Stell dir mal vor, der würde sich nicht kontrollieren, was dann los wäre. Ach, du meinst, das ist kontrolliert jetzt? Ja. Wie wär's denn mit einem Zeugenkühlwaldis Effektpedal? Das ist eine sehr schöne Idee. So. Gitarreneffektpedal von den Zeugenkühlwaldis, was immer, wenn du drauf drückst, was vollkommen anderes randommäßig macht. Wo du nie weißt, wenn du ein Solo spielst. Was macht, dass die Gitarre wie Bernd klingt? Nein, es wäre doch so lustig, wenn es immer, wenn du nicht weißt, was passiert. Du drückst da drauf und du weißt nicht, macht das ein völlig irrsinniges Delay, was oder ein Reverb oder es verzerrt oder es ist ein Chorus-Effekt oder man hört einfach nur Merp oder keine Ahnung. Das wäre der Knaller. Oh. Das wäre schlimm. Genau. Welches Thema für einen Stream wäre unser Herzenswunsch? Wir machen alles, was unser Herzenswunsch ist, ehrlich gesagt. Ja. Im Gegenteil, wir sind verzweifelt und sagen immer, wir kommen nicht hinterher. Ja, also es ist eher das Gegenteil. Wie konkret sind die Pläne für Hoaxilla Live 2025? Und kann man darüber hinaus die anderen wieder live von den Farbe treffen? Ich kann an der Stelle schon mal sagen, nächstes Jahr ist in Berlin eine Con, die 0-9, und das ist fast schon, also da ist Hoaxilla, da sind wir. Da machen wir ein Nachsitzen live und es gibt aber darüber hinaus Pläne für ein Hoaxilla live, nur Hoaxilla, und da möchten gerne Alexander und Alexa noch was in Esperanto dazu sagen. Genau, auf der 0-9 gibt es auf jeden Fall Hoaxilla live und es gibt ein paar andere Anfragen tatsächlich, wo wir gerade in Gesprächen stehen, ob es da vielleicht nochmal einen Hoaxilla live Auftritt gibt, und sobald es konkret wird, sagen wir Bescheid. Es wird, glaube ich, keine Tour so sein, aber so vereinzelte Termine, wo wir auch nochmal sozusagen als Live-Programm auftreten, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit geben. Schon, und wir müssten uns eigentlich im Mai des nächsten Jahres mal irgendwie in Münster blicken lassen, da wo alles angefangen hat. 15-Jährigen. Ja, mal gucken. Genau. Ja. Insider, habt ihr schon die neuen Videos auf YouTube von Jason Silver gesehen, wo er unter anderem eine Unterhaltung mit einer Carl Sagan AI, Terence McKenna AI hält? Must watch. Was denkt ihr über LLMs und die rezenten Entwicklungen im Bereich AI? Das ist eine eigene Frage. Sendung. Eine eigene Sendung. Ist, wir machen eine AI-Folge. Habe ich nicht gesehen, aber ansonsten ist zu groß das Thema, um das jetzt hier einfach. Genau. Dann noch zwei Fragen. Noch drei. Dann haben wir es. Marlina Frogchoir, welche Frage würdet ihr euch bei einem Ask Us Anything stellen? Sophia? Keine Ahnung. Sehr gut. Holm? Ich halte mich jedoch hier nicht zurück. Wenn ich eine Frage habe, haue ich so raus. Ja. Alexander? Wie gelingt es dem Mann, immer so blendend auszusehen? Die Frage ging aber an dich selber, oder? Ja, natürlich. Wahrscheinlich. Das ist unfassbar. Aber darum ging es doch, was man sich selbst fragen würde, oder nicht? Habe ich es jetzt falsch verstanden? Würdet ihr euch? Ich hätte euch. Auch. Also, ja, euch. Also, ach so, ja, untereinander. Plurales Majestatis. Ist ja, natürlich. Okay. Ach so, Alexander, welche Frage würdet ihr euch stellen? Ach so. Nein, ach so. Aber egal. Also, ich denke auch, so ist es vielleicht gemeint. Das kann man natürlich beides lesen. Okay, so Alexa, welche Frage würdest du dir bei einem Ask Us Anything stellen? Ich weiß es nicht. Wie viel Uhr ist es? Oder keine Ahnung. Ja. Wie geht's denn so? Muss und ja. Und sonst würde ich sagen. Muss ja wäre dann die Antwort. Ja, muss ja, ne? Und? Ajo. Ja, weiß ich. Tatsächlich, das ist eine. Ich weiß ja alles von mir.
Das halt den Spruch gerne bringen. Er weiß ja alles. Weißt du alles von mir? Und der Alexander weiß auch alles von mir und ich alles über den das Alexander. Ist alles. Es ist ja auch nicht so witzig, wenn wir uns jetzt einen Prompt für unseren seit 10 Jahren bereitliegenden Monolog. Das gut, dass du fragst. Sehr gut. Ja, ja, was ich schon was immer ich schon von mir gefragt wissen wollte. Werden wollte. Ja. So. Kranke Schwester. Ist übrigens, wie ich vorhin gelesen habe, tatsächlich krank. An der Stelle gute Besserung. Oh, gute und schreibt Besserung. Jetzt, auch Berlin ist so weit wegen der Zero-to-Nine-Convention. Kommt jetzt, doch mal nach Castrop-Rauxel. Genau, jetzt habt ihr mich traurig gemacht. Deswegen kriegst du die dritte und letzte 1 Terabyte SSD-Festplatte geschenkt. Kranke Schwester, bitte melde dich bei einem der Mods. Du kriegst eine Samsung SSD geschenkt. Du musst jetzt die nochmal vorlesen. Ja, an der Stelle möchte ich gerne auf die Korea Business Expo verweisen. In aller Ernsthaftigkeit. Also die ist bestimmt toll. Ja, ich mag es nur jetzt eigentlich nicht mehr hören. Aber sag Tommy, wo findet die denn statt? Sag doch nochmal. Ah, und schau wann? Mal, in so einem Dialog ist das gleich viel einfacher für mich. So. Die findet statt im Austria Center Vienna, aber du weißt ja jetzt gar nicht wann. Ah, und zwar Sophia am 29. und 30. Oktober. Und sie ist. Und was erwartet denn die Besucher dort? Oh, sag mal, das kann ich dir sagen. Über 450 koreanische Unternehmen zeigen neueste Produkte und Trends in den Bereichen Technologie, Energie, Kommunikation, Haushalt, Mobilität, Lebensmittel und Kosmetik. Kann man sich denn auf noch irgendwas freuen? Ja, Besucher können an Promotionständen innovative Produkte entdecken, an Verwünschungen teilnehmen und wertvolle Kontakte. Ja, geht ja auch. Ist ja mal cool. Wo ist die nochmal? In Vienna, in Wien. Also, liebe koreanische Unternehmen, das müsst ihr bitte jetzt hier nicht, also nicht falsch verstehen. Es ist wirklich mit keinster Weise so, dass wir uns jetzt über die Veranstaltung lustig machen, sondern es ist einfach... ich habe mich über Tommy lustig gemacht, ja, nicht über die Veranstaltung. Nein, und in dem letzten Satz, da stand halt aufgrund der Autokorrektur Verwüstungen und ich habe leider einen Lachpunkt an der Stelle. Und das tut mir wirklich, wirklich leid. Das ist eine spannende Veranstaltung. Sie ist umsonst, also nicht umsonst im Sinne von sinnlos, sondern gratis. Man kann einfach hingehen, man kann sich die Sachen angucken. Ich bin mir sicher, dass sich das lohnt. Garantiert. Ich glaube, also markanter, dass es markanter im Gedächtnis bleibt, als dass wir uns jetzt über die Verwüstungen lustig machen. Bitte lasst aber eure Baseballschläger zu Hause, wenn ich gehe. Ja. Ich will jetzt nur noch mal einmal. Ich finde die Verwünschungen tatsächlich am besten. Also das finde ich doch sehr interessant. Ich bekam gerade noch eine Info dazu, die ich tatsächlich auch, also jetzt von komplett ironiefrei toll finde. Im Rahmen von dieser Veranstaltung der World Octa 2024 Korea Business Expo, das ist ein sehr langer Name, gibt es noch eine Klassik-Gala im Musikverein und zwar am 31. Oktober 2024 um 15 Uhr eine musikalische Darbietung mit hochkarätigen koreanischen KünstlerInnen, mit der weltberühmten Sopranistin Sung Hyo, mit Bariton Yo Sung, Gabriel Park und vielen anderen Leuten und der BRNO Philharmonic. Und so wie ich das sehe, gibt es Freikarten in der Dabei-App. Die Dabei-App, ja, das ist cool, die ist in Wien, so eine App. Genau, Dabei.Wien, also https://dabei.wien, da kriegt ihr Freikarten, wo man kostenlos zu einem klassischen Konzert gehen kann. Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Das ist richtig cool, genau. Also, dann habe ich das hoffentlich jetzt so angemessen, wie es mir irgendwie ging. Also angemessen war es nicht, aber es war auf jeden Fall so, dass die Menschen sich das merken können. Genau. Also darauf kommt es ja an. Und falls ihr Freunde und Bekannte, also Freunde habt ihr bestimmt, aber ich meine jetzt welche in Wien habt, dann vielleicht wollt ihr ja die Links, die jetzt hier gleich nochmal im Chat auftauchen, einfach weiterleiten, dass da möglichst viele Leute hingehen, damit das eine Veranstaltung ist, die nicht zum letzten Mal stattfindet. Denn wir haben 3 SSDs verschenkt. Das ist cool. Und vielleicht gibt es das nächstes Jahr wieder und dann verschenken wir Fernseher oder Heiz-Schnellkochtöpfe und Heizdecken. Ja, Verwünschungszauber. Und dann fahren wir immer mit so einem Bus durch die Städte und sammeln alte Leute ein. Und haben wir eigentlich noch Fragen? Noch 2. Wird es einen nächsten Con geben? Der Con? Harlem 42, bist du so alt, dass du der Con sagst? Kann schon sein. The Dogman, Frage, können Kinder bei euch an Halloween klingeln? Das können sie. Oder sperrt ihr euch in den Bunker ins Haus? Eigentlich nicht. Ne? Wir hatten schon irgendwie was da, aber das ist auf dem Dorf eigentlich das nicht ist so. Aber in Arschkirchen
ist da nichts, aber ich habe natürlich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit Kindern, hab halt immer was da. Also ich habe was da an Halloween und dann so bis Mitte, Ende November, weil man nie weiß, wann irgendwelche Kinder mit Laternen kommen und sehr, sehr lange St. Martinslieder singen. Insofern, ja. Ich habe noch eine letzte Sache. Dazu musste ich gerade meinen Gürtel öffnen. Interessant. Ja, weil ich dieses kleine, den Wollhodenschoner ausziehen muss, weil mir einfach zu warm war. Nein, warte, ich zeig's euch. Also, lass die Hose zu. Ich habe seit längerem das Problem. Ich habe jetzt wirklich Angst gehabt, ich wüsste gar nicht, wie man das ausschaltet hier. Ich hätte jetzt gar nicht schnell den Stream ausschalten können, weil ich nämlich ein Technik-Depp bin und nichts dazu gelernt habe, wirklich gar nichts. Also, liebe Freunde und Freundinnen, mein lieber Herr Gesangsverein, ich bin so glücklich, deswegen möchte ich das gerne tatsächlich mit euch teilen. Das ist wirklich großartig. Ich weiß nicht, auch ihr Hoxilanten habt es doch schon vielleicht bemerkt. Ich hatte früher meine Brille immer hier, dann hatte ich sie um den Hals. Ich habe diverse Dinge versucht. Und jetzt habe ich tatsächlich die Dame, die auch diese Bernd-Mütze geschneidert hat, ja, die Heike Rehm gefragt, ob sie mir ein Brillenetui machen kann nach meinen Wünschen. Und zwar mit einem langen Riemen hier, den ich an den Gürtel machen kann, wenn ich mich setze, der ist so lang, wenn ich mich setze, hat der Spiel, dass er sich mit hinlegt, weil er so groß ist. Sie verstehen? Ja? Ja. Und alternativ kann ich dieses Ding auch dran machen, so dass es einfach baumelt, was ich jetzt zurzeit irgendwie habe. Und es ist innen mit Stoff ausgekleidet und es ist aus Kunstleder, ist aber, weil die Heike Rehm ja Cosplay-affin ist, patiniert und sieht wirklich aus wie Leder. Und ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben meine Brille immer dabei. Sie baumelt nicht hier, fällt nicht ständig runter. Ich kann meinen Mann umarmen, ohne vorher die Brille zu entfernen. Ja, also vom all diese Dinge, weil die hier rumhängt. Ja, das ist wirklich ganz, ganz großartig. Und falls es bei euch Brillenträger gibt, die also auch Brillen haben, die sie nur ab und zu brauchen, also wie ich jetzt für zum Lesen und so weiter, ist es der Heike eigentlich recht, dass du es jetzt machst? Ja, sie hat gesagt, ich darf ihren Instagram-Account nennen. Ah, okay. Das kann man kaufen. Sie macht die dann für euch nach der Größe eurer Brille. Ich glaube, es waren irgendwie nur so 35 Euro oder so. Also wirklich der Oberknaller. Ich habe ihr gesagt, das ist zu billig, aber sie hat gesagt, nee, 35 passt. Sie hat auch das Schnittmuster veröffentlicht, also Cat Blues, wenn du es nachhäkeln willst. Und ihr findet sie unter Hexenart bei Instagram, ich glaube hexe.n.art oder so. Müsst ihr mal gucken. Heike Rehm Hexenart auf Instagram. Einfach anschreiben. Nein, sie gibt es nicht in Leder, weil sie Leder nicht verarbeiten kann. Das gibt es nur in Kunstleder, aber es sieht wirklich, super aus, fasst sich gut an. Und das ist die Lösung. Und ich bin total happy damit. Einfach nur glücklich. Das ist genial. Das ist echt so ein Verkaufstipp. Weil es so, nein, aber es ist super. Und ehrlich gesagt, also alles, was die Heike macht, ist toll. Und vor allem, wenn ihr eine Idee habt und wisst nicht, wie kann ich das umsetzen, dann fragt ihr einfach die Heike, die kann das dann. Ja. Das ist echt großartig. Genau, und wenn Sie jetzt bestellen, kriegen Sie 50 Kanalpunkte gratis dazu. Aber beeilen Sie sich. Nein, ich habe nichts davon, außer dass ich das einfach empfehlen möchte, weil ich so glücklich bin. Und ich meine, weißt du, das ist halt einfach großartig. Genau. So, dann möchte sonst noch jemand was verkaufen. Holm, wann kommt dein neues Buch raus? Ich habe tatsächlich kein neues Projekt. Also unfassbar. Im Moment, ja. Dann aber ihr könnt alle Holms TikTok-Kanal abonnieren. Stimmt. Genau. Und kommentieren. Und nette Kommentare. Ah, hier, Instagram hexe.n.art. Vielen Dank, Jovo. Super. Brilletui Modellkrapfer ist bestellt sie jetzt. Oh Mann. Also morgen kommt jetzt eine neue. Jetzt müsstest du noch so Bauchbinden haben, die dann aufhören. Noch 23. Ja, ja, genau. Nur noch 3. Nur noch 4 auf Lager. Ich habe noch einiges auf Lager, Freunde. Dieses Beißholz finden Sie bei. Also, vielen Dank für die tollen Fragen. Danke, Holm, dass du dabei warst. Und ja, du musst öfter dabei sein. Das haben wir jetzt heute wieder gemerkt. Und danke, Schwester. Ich folge Holm auf Insta und teile auch fleißig. Das freut mich schön zu lesen, so aus der Loving. Wir haben für nächste Woche, wissen wir noch nicht so richtig, oder? Doch. Erzähl mal. Schon? Das Thema, wir haben einen Arbeitstitel, der da so lautet, das war früher auch schon nicht okay. Ja, genau.
Richtig. Und da werden wir über Dinge reden, wo man heute mit Werf behauptet, das war früher alles gar nicht so schlimm, das war aber früher auch schon scheiße, und da werden wir uns mal mit dem Thema ein bisschen annehmen. Sehr gut. Da werden, glaube ich, mehr Frauen als Männer reden in der Folge, das ist der Plan. Ja, genau. Nein, es ist keine Sendung für Gottschalk. Nee. Ich hätte ihn jetzt auch einfach nicht erwähnt, aber gut. Ja, nee, steht naja, vielleicht kann er sich das ja mal angucken. Ja bestimmt. Was. Wenn er mal nachsitzen möchte, ja. Genau. Ja. Der ist ein klassischer Nachsitzer. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Danke für die tollen Fragen. Danke für die Moderatoren, an die Moderatoren fürs Kümmern und Moderieren. Und wir sehen uns nächste Woche. Und morgen gibt es eine neue Huxilla-Folge. Das habe ich richtig verstanden, ne? Mhm. So ist genau. Es. Und da ist sie auch schon fast. Was ist denn im nächsten WTF-Talk nächste Woche Montag, Holm? Der nächste WTF-Talk ist übernächste Woche Montag. Entschuldigung. Und da geht es um Halloween und Allerheiligen und so diese ganzen volkstümlichen Dinge zum Umgang mit dem Tod. Also, ui. Ja. Ui, Tod, geil! Nein, ich finde ich interessant. Ja. Sehr, sehr gut. Dann nee, ich darf noch nicht verraten. Nein. Aber ja. Mit Gästen. Leute, die ihr auch kennt. Mit Menschen. Mit dem Tod. Ja, mit Menschen. Mit dem Tod, das ist auch gut. Hallo. Exklusiv. Wir haben den Tod zu Ich sag aber auch dann die letzte Folge, weil der euch alle einmal anfasst. Die Fischpastete. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.